da auf die Bühne zu kommen. Kommt auf die Bühne, kommt auf die Bühne. Wie wird der heutige Abend vor sich gehen? Wir haben insgesamt 6 mutige Slammer, die werden antreten. Wir werden 2 Blöcke machen, jeweils 3 Slammer, die nacheinander antreten. Und die wissen aber jetzt noch nicht, wann sie drankommen. Und was wir jetzt werden machen, ist, wir werden zufällig die Reihenfolge, die Startreihenfolge auslösen. Und ich war da heute vorhin im Kiosk und habe so Kinderüberraschungseier gekauft. Ja, genau, dort sind auch noch ein paar. Die Kioskfrau hat ein bisschen komisch geschaut, aber... Da drin hat es eine Nummer zwischen 1 und 6. Ihr dürft euch jetzt 1 auswählen. Könnt es aufmachen und bitte die Nummern aufheben und dann wissen wir, wer heute anfängt. Wer ist Nummer 1? Wer ist Nummer 1? Nummer 1, der Anfang heute Abend macht den Mehmet. Nummer 2 ist der Dong. Nummer 3 der Leon. Nummer 4 die Judith. Nummer 5 der Ben. Und Schlusslicht vom heutigen Abend wird Jasmin machen. Wunderbar. Merci vielmals. Ihr dürft euch noch ein bisschen entspannen. Jetzt haben wir eigentlich schon gesagt, was ist ein Science-Slam. Wir wissen, wer antritt. Wir wissen auch, in welcher Reihenfolge sie antreten. Aber etwas ganz Wichtiges haben wir noch nicht gesagt. Nämlich, wie könnt ihr entscheiden, wer euch heute Abend am besten gefallen hat? Und das machen wir heute Abend mit Applaus. Je lauter, dass ihr klatscht, je lauter, dass ihr Lärm macht, dass ihr stampft, dass ihr Stühle umrühren, Gläser am Boden rühren, es ist egal, was ihr macht, je lauter es ist, desto mehr zeigt ihr eure Anerkennung für den Slammer. Und ich möchte das mal kurz ein bisschen, wir sind ja aus der Wissenschaft, ich zumindest, wir machen das so im Labor, haben wir eine Eichkurve. Ich weiss nicht, was ihr für ein Publikum seid, und ich möchte das gerne kurz ein bisschen herausfinden. Stellt euch mal vor, es kommt ein Slammer auf die Bühne. Er schlurft auf, sieht aus, als hätte er, als wäre er gerade aufgestanden. Er redet mit so einer nuscheligen Stimme und er erzählt irgendetwas über Formeln, Pi, was weiß ich, was irgendein Zeichen, das euch nicht interessiert. Und ihr wäret viel lieber draussen in der Sonne, würdet die letzten Sonnenstrahlen geniessen. Ihr schlaft ein, wenn ihr euch nur zulässt. Es ist wirklich, es sind die längsten 10 Minuten von eurem Leben. Und dann geht er vorbei und ihr merkt es gar nicht, euer Nachbar stupft euch an und ihr wacht auf. Wie tönt euer Applaus für so einen Slammer? Ihr seid ein wohlwollendes Publikum. Nein, es ist gut, super. Ich habe, glaube ich, irgendwo dort hinten noch ein Buh gehört. Nein. Ja. Das wollte ich noch kurz sagen. Für mich ist das noch ein bisschen wichtig. Ein Buh bitte nicht. Ihr habt es super gemacht. Wenn ihr einen Slammer nicht gut findet, das kann auch sein, sind einfach ruhig. Aber jeder, der auf die Bühne kommt, 10 Minuten redet, der verdient nicht ein Buh. Jetzt stellt euch vor, der nächste Slammer kommt auf die Bühne. Er ist wach, er ist da. Er kommt an, er ist energiegeladen, seine Folien die sind fantastisch. Ihr hängt an seinen Lippen, ihr lernt etwas über das Universum, über den Kosmos. Ihr seht das Blinken in seinen Augen und ihr habt das Gefühl, er redet direkt in eure Seele rein. Es ist fantastisch und es macht so. Und die 10 Minuten sind um. Wie tönt euer Applaus für so einen Slammer? Wow, ich kann euch sagen, das wird ein cooler Abend. Jetzt ist aber noch nicht vorbei. Der nächste Slammer, er schwebt auf die Bühne. Mit einer Eleganz, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Ihr hängt an seinen Lippen und er sieht auch noch gut aus. He? Und seine Präsentation, sie ist fantastisch. Ihr habt das Gefühl, es kommt ein Regenbogen aus seinem Maul euch direkt ins Gesicht. Ihr seid auf Wolke 7 oben. Ihr schwebt, ihr fliegt, ihr hängt an seinen Worten. Es fühlt sich an, als würdet ihr so mit dem warmen Tee im Winter da vor einem Schmine sitzen. Und sobald der Slam fertig ist, denkt ihr einfach, hey, der Slammer, der gehört heute Abend in mein Bett und der Slam, der gehört in die Bibel. Wir tun euch einen Applaus für so einen geilen Slammer! Okay, wow, okay, fantastisch. Okay, da vorne bläst es einem fast ein bisschen weg, ich sage es euch. Also, jetzt habe ich noch eine Frage, nachher höre ich dann langsam schon aufschnurren. Wer von euch hat schon mal Theater gespielt? Wer war schon mal auf der Bühne für einen Vortrag? Also fast jeder. Wisst ihr, was ist das Schwierigste, wenn man so etwas macht? Das Schwierigste ist doch, wenn man vor einem Publikum ansteht und man ist der Erste.
Und das Publikum schaut einem an und man weiß nicht, auf was man sich einlässt. Und aus diesem Grund haben wir vom Poetry Slam etwas geklaut, das heisst Opferlamm. Das Opferlamm ist normalerweise ein Slammer, eine Präsentation, irgendjemand, der etwas darbietet, aber er ist nicht im Wettbewerb drin. Sondern er gibt euch einfach mal die Möglichkeit, das zu erleben, was da auf dieser Bühne passiert. Und ich freue mich sehr, wir haben heute Abend ein Opferlamm, das sich bereit erklärt hat. Es ist die Maike und die Maike wird euch jetzt etwas erzählen. Ein riesen Applaus für die Maike, unser Opferlamm! Hallo. Ja, also ich hoffe, dass ihr mich alle ihr so hören könnt. Als Opferlamm nehme ich mir einfach das Recht heraus, erstens Hochdeutsch zu sprechen. Und zweitens, hier stehen zu bleiben. Weil ansonsten falle ich gleich hin und blamier mich total. Ja, also, ich heiße Maike und ich bin eine der Co-Organisatorinnen hier vom Science Slam und freue mich riesig, dass ihr alle hier seid, wirklich. Wir haben zuerst gedacht, dass nicht so viele Leute auftauchen werdet. Und für unsere sehr erfahrenen Slammer, die gleich nach mir hier antreten werden, freut mich das umso mehr. Und als Opferlamm werde ich ein bisschen über meine Forschung sprechen und euch ein bisschen die Neuropsychologie nahebringen. Jetzt, einige von euch denken vielleicht, ach, die ist Psychologin, die weiß, was ich denke. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich bin eigentlich viel mehr daran interessiert, was in eurem Gehirn passiert, während ihr Sachen macht. Und deswegen werde ich heute ein bisschen über Netzwerke im Gehirn sprechen. Und ja, hoffentlich funktionieren die Videos auch, trotz der Anzeige. Ja. Also, wir wissen halt, dass im Gehirn es halt viele Schaltstellen gibt und das Gehirn ein sehr komplexes Netzwerk von Verbindungen eben darstellt, die ständig miteinander kommunizieren. Und unser normales Verhalten ist halt dadurch bedingt, dass diese Kommunikation reibungslos abläuft. Und so im normalen Alltag können wir das eigentlich gar nicht merken, weil alles reibungslos funktioniert. Aber ich bin halt eher daran interessiert, was passiert, wenn eine von diesen Schnittstellen ausfällt. Das heißt also, wenn jemand einen Hirnschlag erlitten hat. Und ja, dieses Denken, dass unser Gehirn ein Netzwerk ist, das möchte ich euch irgendwie jetzt an zwei Beispielen irgendwie nahelegen und euch mal quasi dazu anleiten, darüber nachzudenken, dass, wenn wir diese Netzwerkkonzeption annehmen, gibt es eben zwei Möglichkeiten. Es gibt also erstens den Fall, dass alles miteinander verbunden ist. Das heißt also, die Informationen, die irgendwo eintreten, werden dann alle verbundenen Stellen halt weitergegeben. Quasi so wie Facebook. Also alle Leute sind irgendwie über 3 oder 6, wie viele Ecken auch immer, miteinander verbunden. Oder so ein bisschen wie eine Epidemie, so wie Ebola, wenn es halt nicht irgendwie eingedämmt wird. Dass sich halt alles irgendwie verbreitet, weil eben alles so stark miteinander vernetzt ist. Der zweite Fall ist, es gibt halt spezialisierte Verknüpfungen. Also das heißt, es gibt bestimmte Wege, nach Rom zu kommen. Das heißt also, nicht alles ist direkt miteinander verbunden, über alle möglichen Schnittstellen, aber es gibt mehrere Wege, zum Ziel zu kommen. So, und darauf möchte ich jetzt mittels einigen Patienten, die ich euch nahebringen werde, ja, eben zum Denken anleiten. Vorbereitet, ja. Also, der erste Fall ist also dann quasi, ist eben im Gehirn dieses Prinzip des total Vernetztseins, wo alles miteinander kommuniziert, vorhanden, oder ist halt dieses Prinzip, dass es halt viele Wege gibt, die nach Rom führen können, und wenn zum Beispiel einer der Wege blockiert ist, kommt halt die Information trotzdem irgendwie am Ziel an. Also es sind so die beiden Ideen, die ich halt hier euch nahelegen möchte. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit und in meiner jetzigen Arbeit beschäftige ich mich vornehmlich mit der Gesichtererkennung. Und wie ihr sicherlich nachvollziehen könnt, sind halt menschliche Gesichter besonders wichtig. Wir sind extrem effizient, eben Informationen, die wir im Gesicht erkennen können, zu dekodieren. Das heißt, wir können innerhalb von 30 Millisekunden erkennen, ob jetzt jemand eine bekannte Person ist oder eine unbekannte Person. Es braucht das Gehirn ungefähr 200 Millisekunden, um zu erkennen, wer diese Person ist. Wir sind ganz besonders gut darin, Emotionen zu erkennen oder die Intention von anderen Leuten irgendwie zu dechiffrieren. Und also insgesamt kann man sagen, dass Menschen eben Experten sind in der Erkennung von menschlichen Gesichtern. Und was im Gehirn passiert, wenn wir eben Gesichter wahrnehmen, ist halt so, dass ein Netzwerk von unterschiedlichen Bereichen im Gehirn mehr aktiviert sind, wenn wir Gesichter sehen, im Vergleich zu allen möglichen anderen Objekten. Das heißt also, wenn ich euch jetzt zum Beispiel in einen Kernspintomographen stecke, euch Bilder von Gesichtern zeige im Vergleich zu Autos, dann sehe ich halt dieses Netzwerk von diesen bunten Flecken, die ihr jetzt hier auf dem Gehirn seht,
wird halt aktiviert und das ist speziell für Gesichter, für keine anderen Objekte. Das heißt also, im gesamten Gehirn gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die mehr Aktivierung zeigen, wenn wir Gesichter sehen. Und was eben interessant ist, ist der Fall von Gesichtsblindheit oder die sogenannte Prosopagnosie. Das heißt also, dass unterschiedliche Hirnläsionen, also egal wo die passieren, das sind jetzt 5 Patienten, die ich jetzt mal als Beispiel rausgezogen habe, die haben alle Läsionen in unterschiedlichen Hirnbereichen, aber alle zeigen genau ein und dasselbe Syndrom. Die können keine Gesichter mehr erkennen. Und das können wir uns total schlecht vorstellen, aber eine Patientin hat mir halt zum Beispiel eine Anekdote erzählt, dass sie in einer fremden Stadt war, an der am Einkaufsboulevard entlang lief und ja dann halt so in die Fensterläden reinschaute und dachte, was starrt mich denn diese Frau hier so an? Das ist ja total dreist. Aber ich mag ihre Ohrringe. Die sind ja genauso wie meine. Ach nee, das bin ja ich. Also es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, bis sie gemerkt hat, dass sie ihrem Spiegelbild gegenübersteht und dass es jetzt nicht eine andere Person ist, die von drinnen sie betrachtet. Und ich meine, 30 Sekunden sind ganz schön lange. Das wollte ich euch jetzt nicht antun mit einem Selbstexperiment. Aber ihr könnt euch eigentlich vorstellen, dass es schon ziemlich eklatant sein kann, so im alltäglichen Leben. Wenn ihr zum Beispiel eurer Mutter auf der Straße zufälligerweise irgendwie begegnet und ihr sie nicht wiedererkennt, ist es nicht so toll. Ja. So. Das heißt also, eine von diesen Patienten, die ich sehr stark studiert habe und noch fortführend investigieren werde, ja, also studieren werde, ist halt die Patientin PS. Und ja, zu meinem Vorteil wohnt sie auch noch in der Schweiz. Und das ist also eine 66-jährige Frau, die 1992 in London von einem Bus erfasst wurde und infolge dieses Traumas eben mehrere Hirnläsionen erlitten hat. Und sie hat also ein Jahr lang neuropsychologische Rehabilitation hinter sich gebracht und alles sehr erfolgreich, sodass sie auch wieder ihren Job als Kindergärtnerin aufnehmen konnte. Und also das einzig bleibende Defizit, was sie halt nach diesen Hirnläsionen hat, ist wirklich die Gesichtsblindheit. Und ja, man kann sich dann natürlich fragen, ja, wie konnte die denn jetzt ihren Job aufnehmen als Kindergärtnerin? Da sieht die jeden Tag so 20 Leute morgens, 20 Kinder nachmittags. Das ist halt so, dass sie sich wirklich genau einprägt. Benoit, der liebt seinen Spider-Man-Pulli und der spielt gerne mit dem Spielzeug und der sitzt oft in der Ecke. Also wirklich, die benutzt kompensatorische Strategien, die unheimlich ermüdend sind. Und das berichtet sie halt auch. Und deswegen konnte sie nur halbtags arbeiten. Und aber nichtsdestotrotz ist sie eine unheimlich motivierte Versuchsperson, was für uns als Wissenschaftler extrem genial ist. Und wir haben halt ganz viele Versuche mit ihr gemacht. Und ihr zum Beispiel folgende Szenarien vorgestellt. Wenn ich euch jetzt sage, sind die beiden Gesichter, die oben dargestellt werden, die beiden Herren der Schöpfung da, gleich oder ist es die gleiche Person? Ist es die gleiche Person oder zwei verschiedene? Da bräuchte ihr gar nicht lange nachzudenken. Das sind zwei verschiedene. Die unten, gleich oder verschieden? Verschieden, ja? Ihre Antworten sind auch unterschiedlich, aber unten sagt sie gleich. Sieht irgendeiner warum? Ja, sehr gut. Das könnte eine Sache sein, ja. Noch irgendwas anderes? Genau. Ach, du bist ja eh gebiased. Ich kenne dich doch. Weiß doch, wer du bist. Ja, genau. So. Sie benutzt eben, sie kann nicht die Informationen vom gesamten Gesicht integrieren. Das heißt also, wenn man sich das so vorstellt, ist es eigentlich so, als würde sie durch einen Tunnel gucken, der halt räumlich begrenzt ist. Und deswegen guckt sie immer Merkmal für Merkmal. Und bei uns ist das ja wirklich innerhalb von Millisekunden. Also integrieren wir alle Informationen auf einmal. Und das ist genau das, was sie nicht kann. Was alle diese Patienten, die unterschiedliche Hirnläsionen haben, alle nicht können. So, das heißt also, sie ist halt sehr gut in der genauen, detaillierten Analyse von so Kleinigkeiten. Und ja gut, diese beiden oberen Gesichter halt, zu sagen, dass die unterschiedlich sind, das hat sie nichtsdestotrotz 25 Sekunden gekostet. Ja, also nach 25 Sekunden kommt sie zu dieser Entscheidung. Aber hier unten, wenn sie sagt gleich, weil die beide genau die gleichen Münder hatten, weil ich sie ausgetauscht habe, war sie eben viel schneller und viel akkurater.
So, also das ist halt das eine Beispiel der Gesichtsblindheit, das eben zeigen kann, dass innerhalb von einem Netzwerk Läsionen an unterschiedlichen Orten zu einem und dem gleichen Defizit führen können. Das heißt, wir beobachten das gleiche Verhalten, unabhängig von der Hirnläsion. Die zweite Sache, die ich euch vorstellen wollte, ist halt diese Idee, dass halt viele Wege nach Rom führen können. Und das wollte ich euch aufzeigen anhand von Blindheit. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die blind sind, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie und warum man halt erblinden kann. Das heißt, einerseits natürlich könnte man zum Beispiel ganz drastisch gesehen seine Augen verlieren. Und dann wird man komplett und für immer blind sein, weil es überhaupt gar keinen visuellen Input mehr zum Gehirn gäbe. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Hirnläsionen hat. Und dann hat man einen Input auf der Augenebene, aber dieser Input kommt halt niemals im Gehirn an. Das heißt, normalerweise, was passiert ist, ich schaue mir einen Apfel an, zum Beispiel, und die ersten Informationen kommen vom Auge, dann über irgendwelche Schaltstellen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, zum hinteren Teil vom Gehirn an. Und in diesem hinteren Teil vom Gehirn sind diese Bereiche halt ganz besonders sensibel für sogenannte Spatial Frequencies. Ja? Also so ist zum Beispiel die Repräsentation von dem Apfel in diesem Bereich meines Gehirns. Dann geht die Information weiter zu weiteren Stellen, die zum Beispiel für Farbwahrnehmung wichtig sind. Da wird dann halt die Farbe von dem Objekt kodiert. Und immer weiter komplexer werden die Informationen quasi zusammengeführt, bis es dann halt in anderen Bereichen als Objekt erkannt wird. Das heißt, es ist ein Apfel. Das passiert in diesen Bereichen vom Gehirn. Es gibt aber eben auch noch andere, andere Pfade, wo es dann halt eben von dieser erstmaligen Repräsentation des Apfels so grau verschwommen, wie ich das zuerst gezeigt hatte, dann über die Farbwahrnehmung. Dann gibt es halt auch noch diesen Pfad, der halt wichtig ist für die Wahrnehmung von Bewegung. Also das heißt zum Beispiel, das führt eben zu solchen Illusionen hier oder die Tatsache, dass man halt Sachen in Bewegung sehen kann. Das wird in einem anderen Bereich vom Gehirn kodiert. Und die Frage, die ich halt vorhin gestellt hatte, können Blinde sehen, erwächst halt daraus, habe ich mich jetzt vertan? Ja. Haben wir anhand von unterschiedlichen Patienten eben auch testen können. Es gibt zum Beispiel Patienten, die eben infolge von einem Hirnschlag diesen hinteren Bereich verloren haben. Das heißt also, der Ort, wo diese ganze visuelle Information normalerweise ankommt, ist komplett weg. Das heißt, es dürfte eigentlich gar kein visueller Input mehr am Gehirn ankommen. Und die verhalten sich auch wie blind. Das heißt, sie brauchen ständig jemanden, der mit ihnen irgendwo hingeht. Die können nicht alleine essen, die können nicht alleine zur Toilette gehen. Also wirklich, die verhalten sich wie blind. Aber dann sieht man halt in so einem Patienten sowas hier. Das ist also dieser Patient mit diesen Hirnläsionen da. Und man hat ihn dann gebeten, obwohl er es nicht wollte, eigenständig sich im Raum zu bewegen. Und die Forscher haben dem extra so Hindernisse im Raum aufgestellt. Und also, wie man ja ganz eindeutig sehen kann, bemüht er sich wirklich, um diese Hindernisse so rum zu navigieren, geht vorsichtig, aber doch sehr zielgerichtet und stößt eigentlich auf kein einziges Hindernis. Aber wenn ich dem Gesicht zeige und ihn dann frage, ist da was auf dem Bildschirm, dann sagt er, weiß ich nicht. Und da fragt man sich doch, wie kann eigentlich sowas sein? Und das Ganze führt dann eben auch noch so zu Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel Stevie Wonder, der ist doch gar nicht blind. Guck mal, wie kann er denn jetzt bitte nach dem Mikro, was da runtergefallen ist, greifen? Ja, eben solche Sachen. Wie kann das denn sein? Und wir haben halt hier auch noch zufälligerweise in der Schweiz und sogar in Fribourg einen Patienten, der halt auch eine ähnliche Hirnschädigung erlitten hat, der aber eine Rehabilitationsmaßnahme hat durchführen können, wo man zum Beispiel diese Handschuhe halt anzieht und dann quasi auf dem Bildschirm dem Sachen zugeworfen werden und die danach greifen sollen. Und das kann er machen. Das heißt also, wenn dieser Patient vor mir sitzt und ich halte ihm einen Ball hoch und ich sage, was halte ich in meiner Hand? Sagt er, weiß ich nicht, weil ich nicht sehe. Wenn ich es auf ihn zuwerfe, greift er danach und fängt es. Und das finde ich halt echt unglaublich. Das ist eine Person, die wirklich im Alltag nicht navigieren kann, gar nichts mehr machen kann, ohne die Hilfe von jemand anderen. Und das ist halt total interessant, finde ich. Was auch noch super interessant ist, ist, wenn wir dem zum Beispiel dieses Szenario zeigen und wir sagen, wo ist hier der Mensch dargestellt, ist es für euch ganz einfach zu sagen, auf der rechten Seite. Und das Witzige ist, der kann das auch. Obwohl, wenn es statisch ist, sieht er gar nichts. Das heißt also,
Er kann Bewegung wahrnehmen, obwohl die Bereiche in seinem Gehirn, die für die Wahrnehmung von visuellem Input zuständig sind, komplett ausgemerzt sind. Also, wie kann das eigentlich passieren? Und es ist halt deswegen möglich, weil es unterschiedliche Verbindungen gibt. Das heißt also, diese Verbindung, von denen ich gerade gesprochen habe, das, was an dem blauen Bereich ankommt, über den gelben Bereich, zu diesem ockerkomischen Farbenen da halt hinhergeht, das ist bei uns, sage ich mal, 90%. Das ist so, wie unser Gehirn normalerweise funktioniert. Wenn aber diese Verknüpfungen nicht mehr vorhanden sind, gibt es scheinbar auch noch andere Verknüpfungen. Jetzt hier seht ihr diese lilanen, die direkt, ohne zu den blauen Bereichen zu gehen, direkt zu diesen ockerfarbenen gehen. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Wege, die nach Rom führen können. Und das ist der Grund, warum blinde Leute eben auch noch Bewegung wahrnehmen können. Und ja, ich glaube, dass ich jetzt, oder ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bisschen für Hirnforschung habe interessieren können und habe euch zeigen können, wie die Erforschung von Patienten eben zu unserer Erkenntniserweiterung im Bereich der Hirnforschung zu beitragen können. Ja, und danke. Ein Applaus für Maike. Jetzt bei den Slammer wird es nachher so sein, dass wir eben zwei Blöcke an drei Slammer werden hören. Und immer nach drei Slammer werden wir applaudieren. Und einer von diesen drei Slammer kommt nachher weiter. Und am Schluss bekommen sie nochmal die Chance, euch kurz zu überzeugen, wer der Science Slam Champion sollte werden. Beim Applaus ist es so, ich zähle dann runter und ich würde das gerne einmal für die Maike probieren. Überlegt euch kurz, ist es informativ gewesen, ist es unterhaltsam gewesen, wie gut hat es euch gefallen? Und gebt mir euren Applaus für die Maike in 3, 2, 1, jetzt! Merci vielmals. Wunderbar. Okay. Unser erster Slammer vom heutigen Abend ist der Mehmet. Er hat einen sehr interessanten Lebenslauf. Ist richtig, oder? Ja, wunderbar. Sehr interessanter Lebenslauf. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Uni Karlsruhe studiert, ist nachher auf Schweden und hat in Schweden gemerkt, dass er sich eigentlich sehr für Umweltthemen interessiert und ist nachher zurückgekommen und ist jetzt im Architekturbereich von der ETH tätig. Und ich finde es sehr schön, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Gebäude sind für ihn das Ding in unserer Gesellschaft, das ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte vereinigt. Mehmet, bist du bereit? Ja. Deine 10 Minuten laufen also jetzt. Danke, Marc. Vielen Dank für die Einleitung. Hallo, guten Abend. Ich habe zwei negative Punkte. Ich schnuschle wahrscheinlich. Das Logopäden haben es nicht weggekriegt und ich spreche Hochdeutsch. Also, alt ist das neue innovativ. Das klingt irgendwie nach einem Werbespruch oder könnte auch eine Hypothese sein. Das werdet ihr hoffentlich jetzt rausfinden. Diesen Fluss kennt ihr alle, hoffe ich. Wahrscheinlich haben welche den schon überquert oder auch schon durchschwommen. Wenn wir ein bisschen nach links schauen, dann wird es etwas klarer für manche. Also da oben ist die Uni in Zürich und da ist die Hochschule. Und so hätte Zürich 1950 aussehen können, wenn es modernisiert worden wäre. Ich bin ganz froh, dass es so aussieht, also so ganz allgemein. Es ist irgendwie so nachvollziehbar, dass man so modernisieren, dass es irgendwie so linear abgeht. So früher, da war alles schlechter, so Steinzeit, Höhle, war nicht sehr komfortabel. Dann kam die Vergangenheit, da war alles nur noch schlecht. Dann wurde es besser und die Zukunft, die wird noch viel, viel besser. Ja, sowas, so eine Narrative müssen wir aufbauen, wenn wir Fördermittel beantragen oder Kunden gewinnen wollen. Und da hat der Herr hier schon recht, also first rule of politics, never let the truth get in the way of a good story. Aber wenn wir die Fördermittel bekommen haben, dann müssen wir auch Wissenschaft machen. Und an dem einzigen Institut, also wo ich das sozusagen die Sachen hier gemacht habe, das ist das einzige Institut, von dem ich denke, dass es vier Imperative im Namen hat, nämlich Denk, Mal, ist auch nett, Pflege und dann noch Bau. Und wir haben alle möglichen Berufsrichtungen da gehabt, also von Chemikern, Geologen, bisschen halt so Wirtschaftsingenieuren. Und mein Teil war, Datenbanken aufzubauen, Daten aus allen möglichen Institutionen in der Schweiz zu sammeln, also Denkmalämter, statistische Ämter, Elektrizitätswerke. Wir wollten halt wissen, was Marc schon gesagt hat, wie so die Nachhaltigkeit von Gebäuden, wie man das so untersuchen kann.
Und da möchte ich euch zwei Sachen zeigen. Das eine ist halt das hier. So. wie lange Gebäude halten und was es sozusagen für den Ressourcenverbrauch bedeuten kann. Und was wir hier sehen oder was wir herausgefunden haben durch viel Recherche, dass Gebäude im 19. Jahrhundert teilweise im Durchschnitt über 150 Jahre gehalten haben. Mittlerweile ist der Wert so weit runter. Wir sehen hier sozusagen den Vergleich zum Alter von Menschen im Durchschnitt. Das heißt, die Stadt Zürich wird statistisch im Durchschnitt einmal im Laufe eines Menschenlebens vollständig umgebaut sein. Und was das dann halt für den Ressourcenverbrauch bedeutet, kann man sich dann denken. Der zweite Punkt, Energie. Wir wollten wissen, wir haben da die Thermografiekamera genommen, die bei uns so rumlag. Und sind dann bei einem Wetter, wo man keinen Hund auf die Straße schickt, durch die Straßen von Basel gezogen. Und ja, damit wir nicht ganz allein sind, konnten wir auch ein paar Studenten überzeugen, dass es vielleicht für die Bachelorarbeit oder Masterarbeit vielleicht ganz nett wäre, mitzugehen. Und sie haben halt eine ganze Menge Daten miterfasst, wie Gebäude halt so in was zum Zustand die sind, was man mit denen schon gemacht hat. Und wir wollten einfach in dem Punkt rausfinden, sind alte Gebäude alle gleich in ihrem Energieverbrauch? Gibt es da Unterschiede? Und was bewirkt es, wenn man da zum Beispiel energetisch saniert oder dämmt? Alt ist also ist relativ. Bei Gebäuden ist alt alles, was von 1980 gebaut wurde. Also da gehöre ich auch schon dazu. Und hier fangen wir so mit einem jungen Alten an, von 1969. Das Gebäude hat durch die Thermografiekamera uns richtig angestrahlt. Also hier so, was rot ist, da geht sehr viel Wärme nach außen verloren. Und was blau ist, da geht weniger Wärme verloren. Und da könnte man jetzt sagen, okay, da dämmen lohnt sich. Also scheinbar. Es ist nachvollziehbar, so ein bisschen die Zeit damals, 1950 bis 1980, da hat sich die Bevölkerung hat rasch zugenommen, die Energie war billig, es gab viele neue Geräte, also der Energieverbrauch ist hochgegangen und dadurch wurden viele Gebäude gebaut, aber ganz schnell. Also es war einfach eine verrückte Zeit. Heißt es aber jetzt, dass wir mit Gebäuden, zum Beispiel die vor 1920 gebaut worden sind, genauso umgehen müssen? Wenn wir die uns auch wieder durch die Thermografiekamera angeschaut haben, da sah es dann irgendwie eher so aus, das ist dann also eher blau, also da scheint da nicht so viel Energie verloren zu gehen. Aber das ist jetzt noch nicht ausschlaggebend, weil wir wissen ja nicht, wie die Leute drin heizen. Also deswegen haben wir das auch miteinander verglichen und wir waren überrascht. Okay, also mehr oder weniger, die Gebäude, die zwischen 1950 und 1980 gebaut worden sind, verbrauchen wirklich viel, viel mehr als Gebäude, die vor 1920 gebaut wurden. Also da bringt es dem schon was. Und bei den anderen Gebäuden, wenn wir da angeschaut haben, was passiert ist, wenn man die saniert hat, da gab es nicht nur keinen Unterschied, sondern es gab sogar Einzelfälle, wo der Verbrauch sogar hochgegangen ist. Und das war dann schon ein bisschen überraschend, aber wir konnten es dann halt doch ganz gut nachvollziehen, wenn man so einen Nebenfaktor mit berücksichtigt, den Menschen. Bei den jungen Alten, da sind die Wände dünn, die Fenster sind auch dementsprechend, da geht überall Wärme verloren. Wenn man da dämmt und das Fenster austauscht, also Mehrfachverglosung kennt man, da bringt es wirklich was für den Wärmeverbrauch. Also da geht wirklich weniger Wärme verloren. Bei den Alten, da hat man einfach schon in der Zeit gebaut, wo Energie schon mal ein Thema war. Aber nicht aus Umweltgründen, sondern einfach, weil es Kosten waren. Und dementsprechend hat man schon so gebaut, dass durch die Wände weniger Energie verbraucht wird, verloren geht. Und deswegen ist es da so, wenn man dort die gleichen Maßnahmen nimmt, die man bei industriell angefertigten Gebäuden nutzt, dann passt es halt nicht zu diesen individualisierten Gebäuden, die es damals halt einfach gab. Und der Vorteil von denen war auch, dass sie durch die Fenster auch sowas wie passive Atmung hatten. Ich meine, das sollte wirklich komfortabel sein. Wenn man jetzt da diese Standarddämmung drauf macht und einfach das Standardfenster, dann kann es halt passieren, dass man sich da vielleicht ein bisschen Energie spart, aber nicht mehr ganz so wohl fühlt. Und wenn man da das Fenster aufreißt, dann, dann kann es passieren, wenn man das halt nicht ganz bewusst macht, dass man am Ende plötzlich doch mehr Energie verbraucht als vorher.
Also jetzt haben wir die beiden gesehen. Wie sieht es mit den Jungen aus? Also alles, was nach 1980 gebaut worden ist, die sind ja eigentlich sehr gut am Rechner berechenbar. Aber da ist halt einfach häufig das Problem, dass man doch irgendwie in irgendeinem Teilbereich des Gebäudes oder in manchen Zimmern doch mal einen Heizlüfter braucht oder Luftbefeuchter und im Winter dann halt irgendwie im Sommer dann eine Klimaanlage, so dass der Eisbär neidisch wird. Das heißt also, wenn wir all diese Sachen dann noch mit reintun, was vorher nicht berechnet war, kann es passieren, dass wir mit den realen Werten ganz woanders stehen als berechnet. Und ja, also bei den jungen Alten haben wir ja gesehen, da lohnt sich das Sanieren. Was bleibt, sind die Alten, die haben sich bewährt, die halten immer noch. Die sind schon da, also da muss man nicht nochmal bauen und verbrauchen weniger Energie und sehen auch schöner aus. Und genau, das haben wir auch irgendwie publiziert, kann man nachlesen, also hat alles so Hintergrund. Und genau. Und da bleibt für mich jetzt sozusagen eigentlich im Grunde bei alten Gebäuden einfach die Frage, denk mal oder denk twice. Vielen Dank. Der Mehmet. So putzig. Wir kommen gerade zu unserem nächsten Slammer. Er hat Biologie in Konstanz studiert, Schwerpunkt Neurobiologie, hat nachher Forschungsaufenthalte in den USA und in Korea gemacht und ist im Moment am Max-Planck-Institut am Promovieren, und zwar mit dem Thema menschliche Wahrnehmungen bei Handlungen. Ich möchte gar nicht erwähnen, wie viele Science Slams er schon mitgemacht hat. Ich sage es mal so, er kennt sich ziemlich gut aus auf diesen Brettern, die Welt bedeuten. Ein Riesenapplaus für den Don! Gut, 10 Minuten ab jetzt. Guten Abend, Fribourg. Könnt ihr mich gut verstehen? Also ich werde nicht koreanisch reden, sondern hochdeutsch. Ich hoffe, das ist okay. Gut, ich bin am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik. Kybernetik ist der Vorbegriff von Cybernetics, also Cybernetics, Cyberworld, wo wir leben. Aber das Hauptthema, woran ich forsche, ist menschliche Interaktion und wie nehmen wir andere Menschen wahr. Und heute wollte ich das einfach mal so runterbrechen auf was ganz Einfaches, was im Hirn funktioniert, und das auch mit euch probieren. Bevor wir aber auf das menschliche Gehirn gehen, erzähle ich euch einfach mal, wie das Gehirn von einem ganz interessanten Tier funktioniert, und zwar von Nilpferden. Das sind zwei Nilpferden, die die wichtigste Sache in ihrem Leben durchführen. Und zwar, sie kämpfen gerade über ihre wahre Liebe. Und wie kämpfen Nilpferde, also zwei Nilpferdenmännchen, für ihre wahre Liebe? Das eine Nilpferdmännchen reißt sein Maul auf. Das andere Nilpferdmännchen reißt sein Maul auf. Und immer das Nilpferd mit dem größeren Maul gewinnt. Nichts anderes. Egal ob Körpergröße, ob man besser kämpfen kann oder so, ist bei Kängurus ganz anders. Kängurus, da muss man boxen können. Aber Nilpferden, größeres Maul, gewinnt. Und zum Glück ist es bei uns Menschen nicht immer so, dass der das Maul weiter aufreißen kann, immer gewinnt. Aber wenn man genau hinschaut, warum das bei den Nilpferden so ist, ist es durch die Evolution so, dass im Gehirn des Nilpferds Dominanzsignale ganz automatisch erkannt werden. Also ein Nilpferd mit einem größeren Maul, dominanter. Und wir Menschen können das auch. Wer ist hier der Boss? Könnt ihr sehen? Ja, ihr seht sofort, wer hier ist der Boss. Also wenn ihr die beiden nicht persönlich kennt, ihr wisst vom Gesichtsausdruck, von der Pose her, wer hier jetzt die dominantere Person ist. Und da brauchen wir gar nicht zu denken. Unser Gehirn hat es automatisch erkannt. Das können wir auch zum Beispiel für andere Handlungen, die im normalen Leben passieren. Können wir das Licht ein bisschen dimmen auf der Bühne? Ja, super. Das ist ein netter Mann, der will gerade für seine Ehefrau Abendessen kochen, Pasta. Aber im Leben gibt es ja manchmal so Missverständnisse. Und gerade als seine Frau zurückkommt, sieht sie eine Szene, die so aussieht. Ja? Und der Grund, warum ihr lacht, ist wahrscheinlich auch, ihr habt diese Handlung sofort erkannt, was die Frau jetzt denkt. Da brauchen wir auch nicht zu denken, das hat man sofort irgendwie erkannt, natürlich kann man später erklären. Und der Grund, warum unser Gehirn diese Handlungen sofort erkennt, ist, weil es mit Schnappschüssen arbeitet. Wir erkennen sofort ganz viele Informationen von anderen Leuten. Zum Beispiel, ihr habt mich auch vorher noch nie gesehen, aber ihr seht, ich bin Mann, ich bin Asiate, ich bin relativ jung, also höchstens
gehöre ich zu den jungen Alten, nicht zu den alten Alten. Ja? Und wenn ihr diesen Mann anschaut, habt ihr die gleiche Information. Ein junger Mann kommt aus Europa und das erkennt ihr sofort. Aber das ist eine Studie aus Cambridge und da haben sie einfach mit Photoshop mal das Gesicht, die Gesichtsfarbe mal verändert und dann habt ihr einen ganz anderen ersten Eindruck. Stellt euch vor, ihr habt ihn zum ersten Mal gesehen. Euer erster Eindruck von diesem Mann ist ganz anders. Und der Grund ist auch, weil das Gehirn Ethnizität oder wir nennen das auch manchmal Rasse, also Race, erkennt das auch automatisch. Und wir haben einen ganz anderen Eindruck für Asiaten oder Afrikaner oder Europäer. Auch diese Information erkennt das Gehirn sofort. Naja, aber das bedeutet nicht, dass diese Information, die im ersten Augenblick erkannt wird, tatsächlich auch für immer bleibt. Denn auch, es gibt etwas anderes, mit Erfahrung lernt man auch. Und das kann ich jetzt als Beispiel zum Beispiel nennen. Wenn ihr das hier anschaut, dann alles, was ihr tun müsst, das sind Miss Germany-Kandidatinnen, also ihr müsst jetzt nicht beurteilen, ob sie hübsch sind oder nicht, sind das andere Personen? Ja? Das sind alles verschiedene Personen, oder? Gut, dann gehen wir mal nach Korea in den fernen Osten und schauen uns Miss Korea-Kandidatinnen an. Sehen Asiaten alle gleich aus? Ja? Sehen die alle ähnlich aus? Könnt ihr sie unterscheiden? Wahrscheinlich sehr schwierig. Und wahrscheinlich denkt ihr auch, der da vorne, ich glaube, ich habe so einen Kumpel, der sieht ähnlich aus oder kenne ich nicht irgendwoher, ja, habe ich ihn nicht irgendwoher gesehen. Naja, wenn ihr vielleicht letzte Woche RTL Samstagmorgen um 7 Uhr eingeschaltet habt, was ich nicht denke, na, dann habt ihr ihn vielleicht auch gesehen, könnt ihr auch kommenden Samstag nochmal machen? Nein, aber auf jeden Fall, asiatische Gesichter kann man schlechter unterscheiden von europäischen Gesichtern. Und der Grund ist einfach, weil unserem Gehirn die Erfahrung fehlt. Wir haben einfach nicht genügend Asiaten hier in Schweiz oder in Deutschland gesehen. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt im Pinguinland gehen und Pinguine anhand von Gesichtern unterscheiden wollen. Könnt ihr diese Pinguine auseinanderhalten? Vielleicht diese gerade noch so, ja? Aber ansonsten wird das sehr schwierig. Gut, ich fasse mal zusammen. Das Gehirn erkennt Informationen basierend auf, was wir schon erlebt haben, basierend auf Erfahrung. Und da hat auch jemand aus Korea mich angerufen und meinte so, hey, aber ihr sagt ja, Asiaten sehen ähnlich aus, aber ich habe jetzt auch das Gefühl, deutsche Fernsehmoderatoren sehen alle gleich aus. Und ich so, nö, kann nicht sein, warte mal, ich schicke dir einen Screenshot. Und dann sieht man dieses Bild. Für Asiaten sehen deutsche Fernsehmoderatoren sehr ähnlich aus. Ja, das ist, was das Gehirn erkennt. Gut, aber wir gehen mal noch mal eine Stufe weiter und wir fragen uns, wie macht das Gehirn denn das alles? Woher erkennt es all diese Informationen? Natürlich, das wissen wir auch. Im Gehirn gibt es Neuronen, hatten wir auch vorher schon. Aber es gibt mehr Neuronenverbindungen, als es im ganzen Universum Sterne gibt. Natürlich hat niemand beides wirklich nachgezählt, aber das sagt man so. Und wenn man genau ins Gehirn nachschaut, dann gibt es Neuronen für alles. Also es gibt Neuronen, die können Gesichter erkennen, die können Katze erkennen, die können Messer erkennen, die können rote Pfote, also Blut an den Pfoten erkennen und die können auch alles zusammen erkennen. Was ist das für eine Handlung? Das sind alles Neuronen. Aber bis jetzt wurde euch bestimmt von den Neuronen etwas anderes gesagt. Zum Beispiel, wenn ich gähne, dann gähnst du. Ihr kennt bestimmt alle schon die Geschichte von Spiegelneuronen. Das hat man schon mal gehört. Und Spiegelneuronen sind nichts anderes als Neuronen, wo man sagt, Affe greift nach der Banane oder jemand anders, also die Versuchsperson, greift zur Banane und in beiden Fällen feuert das gleiche Neuron. Deswegen sagt man, weil es eine Handlung widerspiegelt, ist es ein Spiegelneuron. Aber das hat man eigentlich nur direkt in Affen gefunden und trotzdem erklären wir das alles für Menschen. Und ich weiß, Menschen und Affen erscheinen manchmal sehr ähnlich, ja? Kein Zweifel, es gibt Ähnlichkeiten, aber trotzdem, wie untersucht man das genau bei Menschen? Das ist die große Frage. Und dadurch, dass ich Handlungen bei Menschen untersuche, wollte ich das jetzt euch zeigen, aber nicht so einfach. Das will ich jetzt mit einem Live-Experiment zeigen, Fribourg. Ihr seid jetzt alle Neurone, ja? Und das probieren wir mal aus, ob ihr das Zeug für Neuronen habt. Ja, ihr müsst alle mitmachen, sonst funktioniert das Experiment nicht, ja? Gut, Aufgabe 1, ganz einfach. Wenn ich die Hand hebe, dann klatscht ihr. Wenn ich sie runter tue, dann hört ihr auf. Können wir das? Wir probieren es mal aus. Respekt, ihr seid Superneuronen, ja? Hey, da können wir das Experiment tatsächlich durchführen. Denn ihr habt gerade das Grundprinzip von allen neurowissenschaftlichen Textbüchern gezeigt. Alles oder nichts Prinzip. Denn Neuronen können entweder feuern oder nicht feuern, sonst können sie nichts. Und ihr könnt jetzt als Publikum auch entweder klatschen oder nicht klatschen. Ihr habt das Superzeug als Neuronen. Also können wir mit den Experimenten weitermachen. Wir fangen mal mit der zweiten Aufgabe an. Ich führe jetzt mal verschiedene Handlungen, so Aktionen auf der Bühne also durch. Und wenn ihr denkt, ihr wisst, was das bedeutet, was das für eine Handlung ist, dann müsst ihr immer klatschen, okay? Mm-hmm.
Okay, nicht viele Leute haben geklatscht. Ihr habt gezweifelt, das war der Shaolin-Gruß beim Kung Fu. Und naja, okay, wenn ihr nicht darauf geklatscht habt, habt ihr es auch richtig gemacht. Weil ihr habt gerade das zweite Grundprinzip der Neuronen gezeigt, das Hebbsches Gesetz. Das bedeutet, die Neuronenverbindungen bilden sich nur, wenn man etwas schon mal erlebt hat und gelernt hat. Ihr habt noch nie einen Shaolin-Gruß gesehen, also haben die Neuronen weniger gefeuert. Habt ihr also super gemacht. Super toll. Cool. Aber eigentlich, die ursprüngliche Frage, die ich gefragt hatte, war ja eigentlich, wie untersuche ich Handlungen im Gehirn? Und das wollen wir jetzt mit dem dritten Experiment mal zeigen. Diesmal teilen wir das Publikum auf. Von hier bis hier, sagen wir mal, was machen denn Asiaten so? Ja, ihr seid Kampfsportneurone, ja? Immer wenn ich eine Kampfsporthandlung, auch wenn es jetzt nicht so originell aussieht, dann müsst ihr feuern, ja? Ihr seid Kampfsportneurone. Und hier, auf dieser Seite, seid ihr alle, stimmt, Asiaten machen viele Selfies. Also ihr seid Selfie-Neurone, ja? Immer wenn ich ein Selfie schieße, müsst ihr feuern. Könnt ihr das? Okay, wir probieren es mal aus. Okay, ich habe gemerkt, das Klatschen wurde immer weniger und immer weniger. Ihr hattet keinen Bock mehr auf Selfies, keine Lust mehr. Dann hat ihr es genau richtig gemacht, denn das machen Neurone im Gehirn auch. Wenn man Neurone im Gehirn immer wieder und immer wieder auf den gleichen Reiz antworten lässt, also feuern lässt, dann feuern die Neurone auch immer weniger, immer weniger. Also wenn man jetzt tatsächlich Selfie-Neurone im Gehirn hätte und man zeigt denen immer wieder jemand, der Selfie schießt, dann haben die Neuronen irgendwann keinen Bock und die feuern weniger nur auf Selfies. Und damit kann ich Handlungen untersuchen. Aber das habt ihr jetzt als Neuronen super gezeigt. Vielen Dank nochmal, ihr wart super geile Neurone. Ja? Erstmal einen großen Applaus an euch alle, dass ihr mitgemacht habt beim Live-Experiment. Dankeschön. Genau, und jetzt Handlungen aufnehmen. Wie macht man das? Ich ziehe mir so einen Motion-Capture-Suit an. Damit hat man übrigens auch Godzilla oder Gollum, diese ganzen Animationsfiguren aufgenommen. Und das kann ich auch. Ich stecke in diese Motion-Capture-Suit und dann werde ich verschiedene Handlungen aufnehmen. Und da kann man das auch auf Avatare mappen, so wie hier auf der rechten Seite. Ja? Und damit kann ich verschiedene Handlungen zeigen. Welche zeige ich? Hände schütteln, winken, also Begrüßungen. Oder etwas, was ihr nicht so gut kennt, also so komplexe Sachen kann man auch aufnehmen, ja. Und darauf kann ich adaptieren, genau wie vorher. Und worauf haben wir jetzt hier genau von diesen komplexen Handlungen adaptiert? Auf alles Mögliche. Und jetzt haben wir verglichen, wenn man darauf adaptiert im Gehirn. Gibt es Unterschiede? 10 Sekunden. Gib mir noch 30 Sekunden. Nein, 10 Sekunden. Genau. Gibt es einen Unterschied zwischen Deutschland und Korea? Nein, es gab keinen Unterschied bei Fistbomb und auch anderen. Es gab keinen Unterschied zwischen Deutschland und Korea. Warum? Weil das Gehirn auf gewisse Sachen, ob sie positiv sind oder negativ sind, gut reagieren können. Das können wir erkennen. Das ist mein Sohn Theo. Der ist traurig. Der ist glücklich. Warum ist er glücklich? Weil er Chaos angestellt hat. Und das Gehirn versteht Handlungen jetzt zusammenfassend, basierend auf ersten Eindrücken, basierend auf Erfahrung und basierend auf Emotionen. Das haben wir gelernt. Und als letztes, warum müssen wir Handlungen verstehen? Weil es manchmal Leute gibt, die können das nicht so gut verstehen und dann können wir im Leben nicht so gut interagieren, denn die meisten Handlungen, die wir im Leben sehen, führen wir mit anderen Menschen zusammen aus. Und wenn sowas passiert, das ist natürlich schlecht, würde euch nie passieren. Ihr wart also ein richtig gutes Publikum. Danke, dass ihr mitgefeuert habt und vielen Dank! Ein Riesenapplaus für die Don! Wir kommen bereits zum letzten Slammer vom ersten Block. Ich würde sagen, wir können sehr glücklich sein, dass er mit 18 sich gegen eine professionelle Basketballkarriere entschieden hat. Sonst wäre er jetzt wahrscheinlich nicht auf dieser Bühne. Er hat in Friedrichshafen Corporate Management and Economics studiert, ist nachher auf Vancouver und ist dort so ein bisschen auf den Geschmack von der Neuropsychologie gekommen. Speziell das Phänomen von der Legasthenie hat es ihm angetan. Und er promoviert im Moment an der Universität von Glasgow auch genau auf dem Gebiet. Und ich würde sagen, mit einem Riesenapplaus begrüße auf der Bühne den Leon! Hi Fribourg! Bist du bereit? Gut. Ja. Also, wer von euch hat noch Spaß am Gehirn oder irgendwas über das Gehirn zu lernen?
Die beiden haben ohne Planung natürlich super gute Vorarbeit geleistet. Das heißt, ich muss euch nur noch die Hälfte erklären. Das spart mir schon mal 5 Minuten ungefähr. Aber da ich ja auch Hochdeutsch spreche und mich nicht dafür entschuldige, könnten wir noch hinkommen. So, ich muss auch mit dem Vorurteil aufräumen, dass ich als Basketballer nicht groß sein muss. Aber das passt auch. Was es mir genau angetan hat, ist, wie ihr hier oben seht, verschiedene Schrift und dann vor allem der Hintergrund der Legasthenie. Was genau ist Legasthenie? Das ist eine ganz, ganz andere Sache, da kommen wir später dazu. Aber noch eine Frage vorab. Wer von euch geht gerne auf eine Party? Ja, das sind die meisten. So, wenn ihr auf eine Party geht, dann kommt meistens die Frage, was studierst du, was machst du? Sagst du Neuropsychologie und dann kommt, okay, das heißt, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, denn du guckst mir ins Gehirn. Nein, passt nicht. Ebenso wenig bist du oder ist man ein Supernerd und hängt die ganze Zeit nur hinterm Computer. Da schon eher, aber nicht nur hinter Code. So. Aber weil wir natürlich nicht wirklich immer in das Gehirn reingucken können, aber es gerne wollen, wie Maike euch schon gezeigt hat, benutze ich das EEG oder hat man funktionelle Gehirnbildgebung erfunden. Und was wir versuchen, ist ganz viele verschiedene Signale, die dann auch manchmal so aussehen können, in einem großen Chaos. Das sind alle 64 grünen Punkte da oben. Die irgendwie, oder dieses Chaos zu dechiffrieren und da Sinn draus zu machen. Und das ist besonders wichtig, wenn es um Legasthenie geht, weil Legastheniker einfach noch mehr Chaos an gewissen Punkten in ihrem Gehirn haben. Das mal so vorab. So, aber wie arbeitet das Gehirn eigentlich? Ist es präzise wie ein Schweizer Uhrwerk oder dann doch wie so ein Computer, der flexibel lernen kann und der sich auch anpassen kann? Und insofern bin ich sehr froh, dass Maike wirklich schon viel vorweggenommen hat. Das heißt, das müsstet ihr auch gut dann verstehen im Nachhinein. Bei Legasthenie geht es vor allem darum, wie verarbeitet man Schriftsprache. Also wenn ihr jetzt so ein großes Dokument seht, kann auch so aussehen, kann auch wahlweise so aussehen, geht es halt immer darum, welche Schrift ist präsentiert und wie schnell nehmt ihr den Inhalt auf. Läuft das innerhalb von einer halben Sekunde oder von einer Sekunde ab? Dazu komme ich gleich. Aber was ist eigentlich repräsentiert bei diesem guten, schwierigen Wort Legasthenie? Wer findet den Fehler hier? Wer traut sich? Ja, das Ä gehört hier nicht wirklich rein. Also das ist eigentlich, wird es mit E geschrieben, aber das ist jetzt nicht so der Punkt. Das, was eigentlich das große Problem ist, ist die Übertragung von Laut oder Lauten und Lautsprache in Schrift. Also das ist hier ein schönes Beispiel von einem kleinen Jungen, der in der 2. Klasse ist und einen kleinen Text oder 3. Klasse in einen kleinen Text über Schottland schreiben sollte. Phonologisch und lautsprachlich ist das alles richtig, aber die Rechtschreibung, daran lässt sich noch ein bisschen arbeiten. Also es soll heißen, ich habe gelernt, dass es viele Burgen und Schlösser im Sommer gibt und im Sommer kommen viele Touristen und es gibt sehr viele Seen. Ich höre da auf, aber ihr habt das Prinzip verstanden. Also er hat grammatikalisch und inhaltlich alles verstanden, kann es nur leider nicht übertragend umsetzen. Aber woran liegt das eigentlich? Das ist die weitere Frage. Liegt es daran, dass einfach eine Autobahn quasi im Gehirn gesperrt ist und man einen anderen Weg nach Rom oder nach Frankfurt wählt? Oder klappt es einfach gar nicht? Und man muss dann sagen, man sieht nichts oder man kann es nicht lesen oder nicht schreiben. Hier die Nachricht ist, ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht. Und zwar start einfach nur auf den Text und versucht die ersten Zeilen zu lesen. Wenn die Maus wiederkommt. So. Wer hat geschafft, 3 Zeilen zu lesen? Oh. Ja, es ist gerade mal knapp ein Drittel. Also so ungefähr kann es aussehen und so aufwendig kann es sein, wenn man als Legastheniker versucht zu lesen. Und dann stellt euch vor, in der Schule müsst ihr wirklich viele Texte und viele Bücher lesen und das in kurzer Zeit. Also einfach nur, damit man dem Otto-Normalverbraucher einmal ein bisschen nahebringen kann, wie aufwendig es sein kann, wenn man Legasthenie hat und wie das dann auch wirklich aussehen kann. Also für manche Legastheniker, für Hardcore-Legastheniker, vertauschen sich Buchstaben wirklich so und springen umher. Also sie können es nicht visuell dechiffrieren. Dong hat euch schon schön von Neuronen was erzählt. Ich wollte die Metapher des Fahrradkuriers reinwerfen. Und zwar stellt euch die Neuronen vor wie ein Fahrradkurier. Und zwar wie ganz viele kleine.
die versuchen, einen Brief und eine Nachricht unter höchstem Zeitdruck auf gewissen schnellen Bahnen abzugeben beim Klienten und das natürlich dann auch ohne den großen Verlust, der im stille Postspiel meistens auftaucht. Das ist die große Herausforderung daran. Wie gelingt das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das, was ich mir genau angucke, sind diese Wellenzyklen, Gehirnwellen genannt. Stellt euch das so vor, als wenn ganz viele Fahrradkuriere versuchen, gleichzeitig in die rechte und linke Pedale zu treten, um die Effizienz, die Synchronität der Nachrichtenübermittlung aufrechtzuerhalten, damit die Nachricht, die in ganz vielen kleinen Bausteinen zerstückelt ist, damit die wirklich ankommt, wo sie ankommen soll. Also nicht nur hinten im Gehirn, wo sie visuell aufgenommen wird, sondern auch wirklich vorne, wo sie dann inhaltlich verarbeitet wird, damit man Schriftsprache und den Inhalt von Text aufnehmen kann. Genau diese Wellen gucke ich mir an. Das ist auch der einzige versprochene Graph heute Abend. Ja. Es gibt keine weiteren Gehirne, nichts. Aber das Wichtige hier dran ist, dass die orangene Linie, die Legastheniker, das Ganze ein wenig langsamer tun. Recht schnell, aber ein wenig langsamer und auch ein wenig schwächer. Das heißt, nicht so viel Signal kommt an. Und das ist vor allem in einem Areal zutreffend, das hier hinten liegt, wo verschiedene Striche, Torbögen, kann man sich als Hindernisse vorstellen, die weitertransportiert werden müssen und umfahren werden müssen. Vor allem, wenn man sich kursive Schrift anguckt, die ein bisschen anders aussieht, wenn die weitergegeben werden muss. In der Hinsicht einfach nur dieser kleine Unterschied zwischen normaler Arealschrift und kursiver Schrift erzeugt schon so einen massiven Unterschied im Gehirn und vor allem in der visuellen Wahrnehmung. Was ihr euch vorstellen müsst, wenn ihr für jedes Wort, das ihr lest, bis zu einer halben Sekunde länger braucht, oder angefangen von 100 Millisekunden bis zu einer halben Sekunde, dann wird ein Text ganz schön anstrengend und aufwendig. Also insofern, das ist so ein bisschen, um euch das Prinzip Legasthenie und wo es schief gehen kann, näher zu bringen. Wo genau ist das? Das habe ich schon gesagt, das ist genau hinten links, wo Wörter analysiert werden sollen und vor allem die Form. So. So kann es aussehen, wenn aber das Navigationssystem, also zum Beispiel die Lehrer, die Eltern, alles drumherum falsch reagieren und es einfach zu viel Stress, vor allem im jungen Alter, kommt. Und dann kommt es nicht selten zu diesen klassischen Übersprungshandlungen und Reaktionen vor Hausaufgaben, vor etwaigem anderem. Insofern, wie ihr damit umgeht, das ist wirklich eine der Take-Home-Messages, wie ihr mit Legasthenie umgeht und mit Legasthenikern, ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist nicht alles schlecht. Das Gute ist, dass viele Legastheniker es sogar zu erfolgreichen Studierenden, erfolgreichen Nobelpreisträgern gebracht haben. Oder zum Beispiel Richard Branson, sagt euch sicherlich was. Er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit vielen Airlines, Zügen etc. Er hat auch Legasthenie und hat einen Weg gefunden, darum herumzukommen. Das ist nicht Richard Bransons Gehirn, aber es gibt seit jüngstem Anzeichen, dass quasi eine Verlegung der Autobahn, was wir vorhin schon bei Maike gesehen haben, und zwar indem man eine schnelle Verbindung von vorne nach hinten legt oder umgekehrt, dass die als Kompensationsmechanismus einen Umweg gefunden hat und darstellt. Und dieser kleine Umweg ist enorm wichtig und kann enorm wichtig werden. Das ist, woran ich in meiner Doktorarbeit forsche, und das wirklich herauszufinden, wie arbeitet dieser Umweg und wie schnell können Legastheniker kompensieren. Wie schnell kann der Fahrradkurier wirklich ans Ziel kommen. Um das Ganze zusammenzufassen und mal und zu untermalen. Der gleiche Junge musste einfach nur hier Sätze zusammensetzen, die aber schon vorgeschrieben waren. Und wie ihr seht, hier unten, es gibt nur Häkchen. Also er hat wirklich das Intelligenzpotenzial, perfekt schulische Aufgaben zu lösen, wenn er eine kleine Hilfestellung bekommt. Und das sogar in der Fremdsprache in seinem zweiten Jahr. Also das finde ich schon, ist ein Applaus wert. Und auch wenn der gute kleine Junge nicht hier ist, aber das untermalt einfach, dass Legasthenie intelligenzunabhängig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was ich euch gerne mitgeben würde. Also wenn ihr auf einen Legastheniker trefft, und da die Quote recht hoch ist, kennen viele von euch sicher einen, versucht einfach mal zu fragen, wer oder wie derjenige kompensiert und was für andere Mechanismen der benutzt. Er wird euch nicht sagen, ich benutze das vordere rechte Areal im Gehirn, aber er mag euch sagen, ich frage meine Mutter, dass sie mir gerade mal darüber guckt und das gegenliest und all solche Sachen. Und also insofern tretet ihm mit Respekt entgegen und nicht nach dem Motto, ach, die sind ja ein bisschen langsamer und einfach nur dumm. Das ist einfach die Message, die ich euch mitgeben wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja. Ihr wart ein super Publikum. Danke, Leon.
Merci vielmals. Wir kommen kurz vor der Pause noch zur Abstimmung. Wer der Sieger vom ersten Block ist, dürfte ich die anderen zwei Slammer auch auf die Bühne bitten. Mehmet, Dan. Uiui. Also wir haben vom Mehmet am Anfang, gehört über alte, neue, alte Gebäude. Und ich habe noch nie so viele Gebäude mit Mützen gesehen. Nachher vom Dong etwas darüber, wer das grösste Maul hat. Der ist der Dominante, zumindest bei den Nilpferden. Und jetzt zum Schluss über Fahrradkurier und Legasthenie. Überlegt euch kurz, welcher von diesen drei euch am besten gefallen hat. Wer euch am besten unterhalten hat. Und wer, von wem das ihr auch etwas mitnehmt. Und ich würde sagen, wenn ihr das Gefühl habt, der Sieger vom heutigen Block 1 da ist der Leon, dann geben wir alle Lärm, die wir machen können. In 3, 2, 1, jetzt! Okay. Wenn ihr das Gefühl habt, der Sieger vom Block 1 ist der Dong, gebt mir alles, was ihr habt. In 3, 2, 1, jetzt! Und wenn ihr das Gefühl habt, dass der Mehmet der Sieger vom ersten Block heute sein soll, alles in 3, 2, 1, jetzt! Okay. Jetzt habe ich noch etwas vergessen zu erwähnen. Ich habe nämlich noch ein, zwei Helfer im Publikum. Also es ist nicht so, dass die vorderste Reihe einfach allein entscheidet, wer am lautesten war. Wir haben da überall Leute, die mir zeigen, wer am lautesten war. Ja, sie sind jetzt natürlich versteckt, sonst reden sie in so rein. Aber wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Der Sieger vom ersten Block heute. Und einen ganz grossen Applaus geht an Mehmet! Gratuliere. Wir machen jetzt, nachdem wir so viel über das Gehirn gehört haben, können wir unser Hirn ein bisschen verlüften. Wir machen 15 Minuten Pause und dann gibt es die drei nächsten Slammer. Wir sehen uns nachher. Bis nachher. Und mit grossem Applaus bitte auf die Bühne, Judith! Sind wir elektrisch gelaufen? Das ist interessant, ich passe auf. Bist du bereit? Ja. 10 Minuten laufen ab. Jetzt. So, klappt's? Hören mich alle? Kann man mich hören? Okay, alles klar. Also ich bin Religionswissenschaftlerin und ich arbeite über Okkultismus, also eigentlich über die theosophische Gesellschaft, die eine okkultistische Gesellschaft ist. Aber meiner allgemeinen Erfahrung nach ist das Allgemeinwissen über Okkultismus immer eher so spärlich gesät, oder? Ich weiß nicht, ob viele Leute viel über Okkultismus wissen. Deswegen fange ich einfach mal an, einen kleinen Crashkurs Okkultismus zu machen, also quasi Okkultismus für Dummies. Einfach mal so, dass man weiß, was Okkultismus eigentlich ist. Dazu muss man wissen, Okkultismus ist eigentlich entstanden im 19. Jahrhundert und zwar in einer Zeit, wo sich das allgemeine Wissen über alle Dinge so auflöst und man fängt nochmal ganz von Anfang an allgemeine Fragen zu stellen, unter anderem eben die Frage, was ist eigentlich Realität? Und es ist total super, dass wir jetzt diese ganzen Neurowissenschaftler hier hatten. Wir haben euch schon ganz viel erzählt über Neurowissenschaften, von dem ich keine Ahnung hatte. Das passt total gut in mein Konzept. Ich mache jetzt auch mal so einen neurowissenschaftlichen Ansatz und zwar die Frage, wieso kann ich einen Knopf drücken? Das ist jetzt nicht so schön wie die Fragen, die wir hier schon hatten mit all ihren Antworten, aber auch mal so eine Frage. Die erste Antwort, und das ist der absolute Feind jedes Okkultisten, ist der Materialismus. Der Materialismus besagt, Realität ist das, was wir sehen und messen können. Für jeden Wissenschaftler klingt das jetzt erstmal total logisch. Ja klar, passt super. Genau, also wir haben jetzt hier so eine Zeichnung. Das ist jetzt mal Neurologie für Religionswissenschaftler. Also so ein bisschen einfacher. Männchen, ja genau. Männchen sieht was, es tut sich irgendwas im Gehirn. Wir haben gehört, da gibt es verschiedene Wege, wie das jetzt so ablaufen kann. Und das wird verarbeitet, geht in diese Leitungen und dann drückt dieses Männchen den Knopf. Also im Prinzip ist das so eine Reaktionskette, die dazu führt, dass ich diesen Knopf drücke. Wenn das jetzt aber so ist, dass es keine Kraft gibt außerhalb der physikalischen Welt, dann ist alles, was ich tue, eigentlich eine einzige große Reaktionskette. Wie diese Dominosteine. Ich sehe nicht, wer die eigentlich mal angeschubst hat. Die fallen einfach der Reihe nach um. Also das heißt, es gibt keinen Punkt, wo ich bewusst für mich entscheiden kann, ich möchte diesen Knopf drücken, sondern es kommt ein Reiz, der wird verarbeitet, das läuft irgendwie alles irgendwo durch. Also im Grunde, da
passt mein eigener Wille, diesen Knopf zu drücken, überhaupt nicht rein. Das heißt, der Wille ist nur reine Illusion. Der ist jetzt ein bisschen kompliziert, da könnt ihr vor dem Schlafengehen vielleicht mal drüber nachdenken. Das Matter over Mind. Im Grunde ist es der sichere Weg in die Depression, aber wie gesagt, denkt mal drüber nach. Deswegen war diese Position auch nicht so sehr beliebt, weil die ist eigentlich ein philosophischer Selbstzerstörungsknopf. Also diesen Knopf nicht drücken, keine gute Idee. Deswegen hat man sich andere Sachen überlegt und zum Beispiel eine Überlegung, die dann eben zu dem geführt hat, was wir unter Spiritismus verstehen. Die Idee ist, ziemlich ähnlich erstmal, Realität ist das, was wir sehen und messen können, aber es fehlen noch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um alles sehen und messen zu können, was wir sehen und messen könnten. Das heißt, uns fehlt einfach noch was. Gleiches Bild, hier oben haben wir jetzt aber so einen kleinen Willen eingezeichnet. Der ist jetzt so lapidar auf irgendwelche Rohre, weil wir einfach nicht wissen, wo der sein sollte. Also mal hier so. Es gibt also eine Kraft außerhalb dieses Kreislaufs der physikalischen Kräfte, also von Ursache und Wirkung, der diese Kettenreaktion anstößt. Im Grunde kann man sich so vorstellen, ich möchte den Knopf drücken, was mache ich? Also eine nicht materielle Kraft kickt einfach mal so den Neuronen ein bisschen in den Hintern und dann fangen die an, diese Reaktionskette auszulösen, die dann dazu führt, dass ich den Knopf drücken kann. Und man könnte sagen, das ist die Seele. Da wurde die Seele verortet. Beliebte Theorie, klingt auch erstmal nicht so unvernünftig und dann hat man damals so ein bisschen weiter überlegt. Naja, ich habe eine nicht materielle Kraft, die kann in meinem Körper eine Reaktionskette auslösen. Wieso kann die nicht auch in dem Körper eines anderen eine Reaktionskette auslösen? Also ich überlege mir irgendwas und jetzt bin ich zum Beispiel bei Mehmet im Sprachzentrum und bringe den dazu, dass der irgendwas sagt oder dass der jetzt klatscht oder dass der... Ja, es klappt, sehr gut. Genau, es gibt viele Möglichkeiten, was man machen könnte. Also warum sollte diese Kraft es nicht können? Und dann sind wir schon mitten in der Telepathie, schon näher am Okkultismus. Und dazu gab es im 19. Jahrhundert sehr viele Versuche, die gibt es immer noch, vor allem seitens der Parapsychologie. Und das ist genau die Theorie, die Parapsychologen zum Beispiel vertreten. Weitere Theorie. Okay, diese Kraft ist nicht materiell, aber sie löst Materielles aus. Das heißt, wenn mein Körper stirbt, müsste doch diese Kraft weiterhin Impulse erzeugen können. Warum eigentlich nicht? Warum soll die weg sein? Die ist ja nicht materiell. Die ist auch nicht an Materie gebunden. Und schon haben wir Geister. Und zugegeben, dieser Punkt war umstritten, aber so umstritten auch nicht. Man hat sehr, sehr viel damit experimentiert und dann kamen so Sachen raus wie das hier. Also man sitzt im Kreis und versucht dann mal, so eine Kraft zu lenken. Und die machen sie im Übrigen falsch, weil man hat sich diese Kraft ganz ähnlich vorgestellt wie einen elektrischen Strom. Und im Originalrezept ist es so, auf der einen Seite sitzen 6 Frauen, auf der anderen Seite sitzen 6 Männer. Die sind nämlich unterschiedlich geistig gepolt. Und wenn wir die in den Kreis setzen, was haben wir dann? Eine Batterie. Das ist eine große Batterie und in der Mitte sitzt ein Medium und das kann dann optimal empfangen, was wir so senden. Genau. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon nah am Okkultismus, aber man hat dann noch weiter überlegt und es gab die letzte Version, den Spiritualismus oder wie ich es nennen würde, das Matrix-Prinzip. Realität ist genau nicht das, was wir sehen und messen können, nur das Geistige ist real. Okay? Also, ich habe jetzt zwar irgendwie so einen Willen und so eine Schaltzentrale, aber all diese Leitungen, die laufen eigentlich ins Leere, ins Nichts. Da ist nämlich gar nichts. Weil, woher soll ich denn wissen, dass da was ist? Weil mein Hirn es mir irgendwie sagt, aber mein Hirn lügt mich halt an. Da ist überhaupt nichts. Das heißt, da ist gar kein Knopf Mind over Matter. Und das Ziel ist es eben, diese Illusion aufzuheben. Und diese Illusion kann ich erstens dadurch aufheben, dass mir klar ist, dass das alles hier eine Illusion ist. Also, weil ich weiß, ihr sitzt da alle gar nicht. Gut, das macht vielleicht keinen großen Unterschied, ja. Aber mit Illusionen kann man eben Dinge verändern. Und durch Schmerzen zum Beispiel kann ich meinen Körper auch loswerden. Also wenn ich hungere, nichts mehr esse, viel faste, kriege ich Visionen. Und diese Visionen kriege ich, weil mir endlich klar wird, was ich eigentlich wirklich bin. Okay. Also so Selbstflagellation, solche Sachen funktionieren alle so. Und dann ist die Extremversion, der Geist kann die Materie eben formen. Das heißt, wenn mir klar ist, dass das alles nicht wahr ist, dann kann ich das auch verändern. Und das kennen wir eben aus Matrix oder von Uri Geller. Ich habe einen Löffel und ich weiß, dieser Löffel ist da gar nicht da und dann kann ich den so rumbiegen und so weiter und so fort. Das bedeutet eben, Imagination ist gleich Magie. So funktioniert Magie. Ich kann die Welt verändern durch den Geist. Gut, das sind diese 3 Punkte und jetzt haben wir hier die okkulte Checkliste, wo wir ein bisschen abhaken können, was wir aus dieser Philosophie mitnehmen müssen, wenn wir okkult sein wollen. Also, die Ablehnung des Materialismus, einfach. Die Begeisterung für wissenschaftliche Grenzgebiete und neue Technologien, die kommt aus dem Spiritismus.
Praktizieren von befreienden Körpertechniken, also versuchen, den Körper irgendwie klein zu kriegen, damit ich die geistige Wahrheit sehen kann. Glaube an die Relativität der Materie, und da gehört schon Psychosomatik dazu. Weil wie funktioniert Psychosomatik? Also, ich bin irgendwie krank und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die spiritistische, ich kann durch meine geistige Kraft im Körper irgendwas reparieren. Oder die andere Version, mein Körper ist eigentlich gar nicht da, das ist nur eine Illusion. Das heißt, jede körperliche Krankheit ist eine psychische Krankheit. Ich muss immer die psychische Krankheit behandeln. Und schlussendlich immer ein Schuss Kirchenkritik, weil das alte Wissen war Kirchenwissen, das wollen wir nicht mehr, also was Neues. So, wer jetzt davon vier Punkte glaubt, ist Okkultist. Wer? Also ich zum Beispiel persönlich bin da nah dran an dem Okkultismus. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt dann eben noch okkultistische Vereine, die im 19. Jahrhundert gegründet werden. Zum Beispiel den Golden Dawn, Brotherhood of Luxor, sehr bekannt für ihre sechs magischen Praktiken. Die wurden auch sehr umstritten. Scientology kennen wir alle. Die Theosophische Gesellschaft, über die ich arbeite. Und eben die Anthroposophie ist die Tochter der Theosophischen Gesellschaft. Anthroposophie kennt ihr vielleicht von den Waldorfschulen oder Alnatura oder so. Das sind Anthroposophen. Genau, ich arbeite eben die Theosophische Gesellschaft, und die ist auch noch deswegen interessant, weil was wir hier noch haben, wenn wir uns für eine dieser Gesellschaften entscheiden wollen, ist ein bestimmter Stil. Und die meisten haben den Stil, den wir so unter Okkultismus verstehen, also so wie man allgemein so rumläuft, lange Gewänder, so ein bisschen Gothic, Horror, und die bringen auch was Neues rein. Genau, nämlich mit ihr hier, Helena Blavatsky, die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft und eine der interessantesten Frauen des 19. Jahrhunderts überhaupt. Sie gründet die Gesellschaft 1875 in New York als eine total moderne Frau, die alleine reist und viele Geschichten erzählt, und sie ist das Medium dieser Gesellschaft, die sich im Übrigen unterscheiden durch Stil und noch durch etwas. Warum sind die alle anders? Naja, weil sie alle unterschiedliche Sachen sagen darüber, was Realität eigentlich ist. Und woher haben sie das? Entweder aus der Kommunikation mit Geistern oder aus den Visionen, die sie eben haben. Insofern kann ich mich dann doch entscheiden, welche der Realitäten mir jetzt irgendwie am liebsten ist, und ich bin wieder bei einer Offenbarung gelandet, aber die kann ich mir jetzt selber aussuchen. Und Helena Blavatsky macht was. 1878 zieht sie nämlich nach Indien und bringt was Neues mit, und das ist was, was wir alle kennen und vielleicht nicht mehr mit Okkultismus verbinden. Und zwar das hier. Sie nimmt die Körperpraxis des Yoga und diesen Yoga-Stil und bringt ihn nach Europa. Und hier haben wir überall, also wenn wir ins Yoga-Studio gehen und all diese Dinge sehen, sind das so typische von den Okkultisten, hauptsächlich von den Theosophen mitgebrachte Praktiken. Und was wir hier unten sehen, ist eine theosophische Villa in Hollywood. Sie wurde 1920 gebaut, und ihr erster Bewohner war Charlie Chaplin, der tatsächlich Theosoph war oder theosophische Freunde hatte. Und heute wohnt der Andy Samberg, ich weiß nicht, ob der eine oder andere den kennt. Vor 5 Jahren mal so YouTube-Star. Genau. Insofern damit die Frage, warum kann man einen Knopf drücken? Weil man den Knopf drücken muss, weil es nämlich vorbei ist. Genau. Und damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als mit den Worten von Präsidentschaftskandidaten fast schon in Vergessenheit geraten, Jeb Bush, wusch, please clap. Ein Riesenapplaus für Judith. Und es geht weiter mit einem echten Multitalent. Er hat in Bern, Basel und Bordeaux Geschichte, Psychologie und VWL studiert und schlussendlich sich doch entschieden, in Geschichte zu dissertieren. Zu seinem Erfahrungsschatz gehört es, als wissenschaftlicher Mitarbeiter arme Studenten zu quälen. Er leitet eine Zeitschrift und hat bereits seinen ersten eigenen Roman geschrieben. Bitte begrüßen mit einem grossen Applaus den Ben! Du musst das Mikrofon noch ein bisschen aufnehmen. Ah, gut. Ja. Gut. Bist du bereit? Jawohl. Deine 10 Minuten jetzt. Okay, nachdem dass wir jetzt sehr viel uns im Hirn bewegt haben, kann ich euch beruhigen, der nächste Vortrag wird eine ziemlich hirnlose Veranstaltung sein. Ich bin Historiker und ja, Geschichte ist nicht jedermanns Sache. Geschichte, muss ich auch zugeben, ist zum Teil ziemlich mühsam und übel. Es passiert alles mögliche Schlechte. Es brechen irgendwelche Kriege aus oder Seuchen, irgendwelche Vogelgrippen oder was auch immer. Oder man vergisst irgendeine Deadline und schon ist es fertig oder was auch immer. Also, jedenfalls passieren aber auch gute Sachen und
Beispielsweise findet man, man landet auf dem Mond oder man findet heraus, wie man Krankheiten heilen kann. Oder man merkt endlich, was passiert, wenn man einen Mentos in eine Colaflasche steckt. Mich interessieren die positiven Sachen in der Geschichte deutlich mehr als die negativen. Und darum habe ich mich immer gefragt, hey, wie funktioniert eigentlich Fortschritt? Wie können wir als Menschheit immer eigentlich weiter vorwärts, von in der bescheidenen Anfang heute zu einer Gesellschaft, die Zahnstöcher und Zündhölzchen und sonst alles praktisch hat, was man braucht. Wissenschaftliche Forschung funktioniert eigentlich immer in den gleichen 5 Schritten. Und die wird jetzt kurz durchgehen. Der erste Akt, das ist so die sogenannte Grundlagenforschung oder dort, wo man wirklich eine Recherche betreibt. Und was dann zum sogenannten Heureka-Moment kommt. Heureka-Moment ist allen ein Begriff. Der Archimedes sitzt in seine Badwanne, merkt, dass er Wasser verdrängt, entdeckt das Prinzip vom Auftrieb und was macht er als nächstes? Richtig, er ruft Heureka, rennt nackt auf die Strasse raus, um allen anderen von seiner brillanten Erfindung zu erzählen. Jetzt, ich weiss nicht, Wissenschaftler unter euch, die kennen, was denen passiert. Immer wenn Wissenschaftler sehr nackt und sehr enthusiastisch auf der Strasse rumrennen, um die Leute zu bekehren, passiert das, dass nämlich niemand interessiert, was man jetzt gerade herausgefunden hat. Der zweite Akt, der sogenannte Who gives a shit-Moment. Weil, es ist relativ einfach, man hat jetzt zwar irgendeine brillante Lösung gefunden, aber man hat noch kein passendes Problem dazu. Man hat jetzt zwar einen Hammer gefunden, aber man hat noch keinen Nagel, der dazu passt. Und das führt dann logischerweise zu einem kleinen Zwischentief. Das kennen wir aus allen Disney-Filmen. Das ist der Moment, wo die Musik ganz langsam und die Augen ganz gross werden. Und wir müssen überlegen, Moment, aber mit dem Hammer muss man irgendetwas anfangen können. Und was macht man als nächstes richtig? Man fährt einfach mit dem Hammer einfach auf alle möglichen umhauen und schaut, ob irgendwo vielleicht ein Nagel dabei sein könnte. Also medizinische Forschung, Medikamententests funktionieren wirklich genau so. Das führt dann zur sogenannten Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Phase, wo man eben alles mögliche ausprobiert. Gehen wir ein bisschen in die Tiefe, nehmen wir beispielsweise Radioaktivität. 1900, man findet heraus, dass es gewisse Sachen gibt, die strahlen. Was macht man als erstes damit? Logische Anwendung, Nacktselfies. Nächster Versuch nach dem, okay, was könnte man sonst damit machen? Richtig, wenn man Wasser radioaktiv bestrahlt, dann gibt das Heilbäder. Wenn man sich in radioaktives Wasser reinsetzt, wirkt das sehr belebend, ist übrigens wahr. Man fühlt sich unmittelbar noch auch besser, ein bisschen später ist nachher wieder eine andere Geschichte, aber unmittelbar hat das einen belebenden Effekt. Das Nächste, was man gemacht hat, ist, dass man gefunden hat, warum soll ich mich ins Wasser setzen? Ich kann das ja auch irgendwie oral einnehmen. Beispielsweise radioaktive Schocke könnte man zum Beispiel machen. Oder Energy Drinks. Die Original Energy Drink ist natürlich radioaktiv bestrahlt. Oder auch Zahnpasta, auch sehr, sehr praktisch. Ihr habt keine Bakterien, keine Keime mehr im Maul, alles super, beste Sache. Der strahlende Tan natürlich ebenfalls, nur mit Radioaktivität zu haben. Und auch für den Mann von Welt mit kleinen weltlichen Problemen gibt es radioaktive Potenzmittel. Alles das sind Erfindungen von den 20er und 30er Jahren, was es so wirklich gegeben hat. Dann kommt blöderweise der Zweite Weltkrieg und dort wird es ein schwierig, blöde Sprüche zu machen, aber der geht dann irgendwann auch wieder vorbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg findet man heraus, ja, man kann die Lebensmittel ja eigentlich auch schon bestrahlen, bevor sie überhaupt auf dem Teller landen und Pflanzen eben bestrahlen, die werden viel grösser. Das Welthungerproblem ist absolut gelöst, oder? Also man hat einen riesen Herdöpfel, grossartigen Mais, wir können die ganze Welt ernähren. Ja, hat nicht ganz funktioniert, aber immerhin. Gute Idee gewesen. Dann kommen irgendwie die Luftbefeuchter in Mode. Weitere Ideen, die auch sehr konstruktiv sind, sind dann radioaktiv betriebene Flugzeuge oder Auto oder Schiff oder U-Boot oder Zeppelin, besonders geil. Leider nicht ganz alles umgesetzt, wobei, ja, vielleicht muss man auch froh drum sein. Jedenfalls, das war so die Phase, wo man wirklich oft alles ausprobiert und dann ist natürlich die Frage, was passiert damit? Im 5. Akt gibt es so 3 verschiedene Möglichkeiten, was kann das Resultat sein. Entweder haben wir Erfolg, man hat Misserfolg oder man hat zuerst keinen Erfolg und irgendwann, sehr viel später, wird man nochmal entdeckt. Die erste Variante ist, man hat Erfolg. Erfolg fühlt sich grossartig an. Das Problem ist, Erfolg macht langweilig. Beispielsweise nehmen wir das Fliegen. Ist mal wahnsinnig interessant und neu und aufregend gewesen und heute ist es so.
Der Computer ist auch mal irgendwie die grosse Befreiung und Revolution gewesen. Heutzutage, naja. Und beispielsweise 3D-Drucker sind im Moment noch gross und cool und sowieso. Aber die Antivirenfirma Symantec hat gerade letztens davor gewarnt, dass schon in naher Zukunft sie damit rechnen, dass Spammer den Leuten mit 3D-Drucker sehr konkrete Vorschläge werden machen können für Penisvergrößerungen. Das war so, also Variante 1 mit Erfolg. Macht leider langweilig. Scheitern hat sehr viel mehr Stil und macht das Leben sehr viel interessanter. Beispielsweise Sachen wie der Hut mit eingebautem Radio, der sich leider nicht durchgesetzt hat, oder der transportable Vinylschallplattenspieler. Ebenfalls das Einrad, wo leider auch verschwunden ist von der Strasse. Es wird so viel besser ausgesehen überall. Oder auch die hocheffiziente Ziege für die Kettenraucher. Leider nichts daraus geworden, aber alles sehr gute Ideen gewesen. Dann die dritte Variante ist, dass man am Anfang keinen Erfolg hat und irgendwann sehr viel später hat man gleich noch einen Durchbruch. Ein Beispiel dafür sind Elektroauto. Elektroauto haben um die Jahrhundertwende so ausgesehen. Wer ist eines der Pioniere vom Elektroauto? Richtig, Oma Duck. Sie hat so eins gefahren. Heute sehen die Dinger ungefähr so aus, sind auch ganz okay und sind wieder ziemlich im Kommen. Ein anderes Prinzip, das auch so ein bisschen verschwunden ist, ist das von der Rohrpost, dass man mit grossem Druck irgendwelche Botschaften, irgendwelche Sachen durch Röhren katapultiert. Und da bin ich überzeugt persönlich, dass das etwas ist, was bald wieder wird kommen. Und zwar jetzt nicht mehr im Bereich von der Postbeförderung, sondern in einem ganz anderen Bereich. Ich zeige kurz einen Film. Gutes. Ja, für die, die es nicht gemerkt haben, es geht also um einen Staudamm und Fischtreppen sind definitiv eine Sache vom 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert wird das definitiv mit sogenannten Salmon Cannons, also mit Lachskanonen, überwunden werden. Rohrpost definitiv vom Revival. Ja, das war es zur ganzen wissenschaftlichen Forschung, wie sie funktioniert, wie man zuerst Grundlagenforschung macht und nachher irgendwann am Schluss vielleicht noch einen Durchbruch hat. Letztlich ist es aber eigentlich auch ziemlich egal, ob man am Schluss Erfolg hat oder nicht, weil es gilt immer noch der altbekannte Satz, Science is like sex, there might be some practical results, but that's not why we do it. Merci vielmals und schönen Abend. Ein Applaus für den Ben. Ja, und wir kommen bereits zur letzten Slammerin vom heutigen Abend. Sie hat in Heidelberg Biologie studiert, hat nachher in Zürich dissertiert zum Thema erythropoietische Protoporphyrie. Sie wird euch nachher... Richtig! Sie wird euch nachher erklären, was das eigentlich genau ist. Sie ist Laborleiterin im Triemli-Spital Zürich und wenn sie in ihrer Freizeit nicht gerade am Slammen ist, dann trifft man sie entweder auf Punkkonzert oder in der Masoala-Halle in Zürich an. Bitte begrüßt auf der Bühne die Jasmin! Bist du bereit? Bin bereit, ja. 2 Minuten ab jetzt. Ja, hallo, vielen Dank. Mein Titel ist heute Hem O'Globin and Family, Let the Sunshine In. Das passiert, wenn man mal wieder viel zu lange abends allein im Labor ist, anstatt auf Punk-Konzerte zu gehen und allein durch das Mikroskop guckt. Beim ersten Mal konnte ich es auch nicht glauben, ich habe nochmal genau hingeschaut und tatsächlich, da hat mir jemand zugezwinkert. Und so habe ich Hem O'Globin kennengelernt. Hem ist nämlich nicht nur eine wunderschöne, rote und symmetrische Substanz. Hem ist ein VIM, ein Very Important Molecule. Er tut nämlich nicht nur den Sauerstoff im Körper verteilen, in der Leber, da tut er auch Medikamente entgiften und Fremdstoffe abbauen. Und außerdem wird er in jeder einzelnen Zelle gebraucht, denn er ist ein richtiges Multitalent und für ganz, ganz viele Funktionen in der lebendigen Zelle zuständig.
Und aus diesem Grund achtet auch jede Zelle darauf, dass immer genügend Hemm vorhanden ist. Sollte nämlich mal zu wenig Hemm vorhanden sein, das passiert zum Beispiel, wenn ihr in die Berge wandern geht, die Luft sehr dünn ist, dann kann das passieren, dass zu wenig Hemm vorhanden ist. In dem Fall gibt es einen Hilfeschrei, einen SOS-Ruf. Die Radfahrer unter euch kennen den alle, Epo, Epo. Dann wird mehr Hemm gebildet und das sorgt dann für mehr Leistungsfähigkeit. Ja, Hemm ist also ein ganz nettes Teilchen. Er hat aber auch eine sehr nette Verwandtschaft. Da sehen wir zum Beispiel Chlorophyllis. Sie werden wir gleich noch ein bisschen kennenlernen. Es gibt aber auch Theobalamin, das ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen, Vitamin B12. Und das ist der Uropa der Truppe, Billy O. Rubin. Ihn kennt man besser bei Leuten mit Gelbsucht. Ja, Chlorophyllis hatte ich euch versprochen, sie ist ein richtiges Blumenkind, sie liebt die Energie aus dem Licht und beim Sonnenbaden, da tankt sie so richtig Energie. Und das Interessante ist jetzt, es ist das blaue und das rote Licht, das sie liebt, das UV, das Unsichtbare, das lässt sie ziemlich kalt. Ja, was macht sie mit der ganzen Energie? Die gibt sie weiter an Pflanzen und das ist die kürzeste Erklärung für Photosynthese jemals und ich hoffe, mein Biolehrer wird mir das verzeihen. Ja, aber nicht alle Verwandten sind so nett. Es gibt in einem von 100.000 Menschen einen weiteren Verwandten, das schwarze Schaf der Familie, Pratt O. Porphyrin. Er ist ein fauler Sonnenanbeter. Und anstatt auch mal auszuhelfen, tut er lieber abhängen. Während Hemm zum Beispiel in seiner Freizeit Eisen stemmt, um wirklich fit zu sein für seine Aufgaben, hat Brett sogar einen Eisenmangel, der isst nicht mal sein Steak auf. Ja, was aber viel, viel schlimmer ist, wenn er in der Sonne war, dann hält er sich für erleuchtet. Und das ist selten gesund. Das führt zu Radikalisierungen, es führt zu fiesen Brandstiftungen und es geht vor allen Dingen ziemlich auf die Nerven. Ja, jetzt habe ich euch die ganze Zeit nette kleine Moleküle gezeigt. Das ist ja aber ein Science Slam. Wo bleibt die Wissenschaft? Für alle hier ein bisschen Hardcore-Wissenschaft. Das ist der Bildungsweg von rotem Blutfarbstoff. Und wie ihr sehen könnt, aus einfachen Vorstufen wird eine ringförmige Struktur gebildet. Ganz am Schluss wird dann Eisen eingebaut. Und dann entsteht Hemm. Den kennt ihr ja schon. Wenn jetzt aber dieser letzte Schritt hier einen Gendefekt aufweist, dann nennt man das erythropoetische Protoporphyrie. Ja, ich habe auch 2 Wochen geübt. Kurz EPP. In dem Fall wird einfach weniger Hemm gebildet. Es reichert sich das Vorläuferprodukt an, das ihr ja auch schon kennt. Was bedeutet das dann? Nach einer Stunde im Sonnenlicht sieht ein Patient damit so aus, und das bin ich mit 2,5 Jahren nach einer Stunde am Sonnenlicht. Nach einem Tag am Sonnenlicht kann das aber dann so aussehen. Und weil das genauso schmerzhaft ist, wie es aussieht, tut sich jeder Patient vor jedem bisschen Tageslicht schützen, so gut es geht. Ja, warum nehmen diese Patienten nicht einfach Sonnencreme, wenn sie die Sonne nicht vertragen? Ja, das haben wir vorhin schon bei Chlorophyllis gesehen. Es ist das blaue und das rote Licht, das hier die Energie bringt. Und nicht das UV. Und das kann man auch wunderschön im Labor sehen. Da habt ihr eine Protoporphyrin-Lösung. Wenn man die mit einer starken blauen Lichtquelle bestrahlt, dann leuchtet das wunderschön pink. Und das ist genau die Energie, die in den Adern dann zu diesen Verbrennungen führt. Ja, für ein sichtbaren Licht bräuchte man also einen sichtbaren Filter. Und die Natur hat einen. Und wer denkt, ihr kriegt schneller einen Sonnenbrand? Meine Mutter oder mein Vater? Und genau denselben Trick haben wir jetzt auch angewandt im Labor. Das hier sind Hautzellen, die in Nährlösung wachsen, mit unterschiedlichen Konzentrationen an diesem Hautbräunungs- oder Schirmchenhormon. Und die große Frage ist jetzt ja, kann ich meine Mutter, also rein hautfarbentechnisch, ja, in meinen Vater verwandeln? Daran habe ich ein paar Jahre geforscht und tatsächlich, es gibt ein Implantat, in das das Schirmchenhormon reingegeben wird, das kann man Patienten geben. Und die wichtigste Message, die ich heute Abend habe, ist, wir haben in 10 Jahren über 500 Patienten damit behandelt. Und das Wichtigste ist,
Es hat keine gravierenden Nebenwirkungen. Es wird richtig gut vertragen. Aber wirkt es auch? Ich habe euch ein paar Beweisfotos mitgebracht. Das sind alles Leute, die ihr eben schon gesehen habt. Ein bisschen mehr verhüllt. Jetzt seht ihr, die sehen ganz normal aus und glücklich. Das hier bin ich, wo wir letzten Sommer mein eigenes Mittel, an dem ich forsche, getestet haben. Von der Ostküste zur Westküste und wieder zurück. Den hier habt ihr auch schon gesehen. Und es ist ja so, dass das ganze Umfeld mit betroffen ist. Von daher profitiert auch er davon. Und es ist ein wahnsinnig wirksames Mittel. Es hat keine Schmerzen, es hat ein fast normales Leben. Es ist ein richtig großer Erfolg. Der nächste Schritt, den man dann machen muss, ist es zuzulassen. Das ist die Europäische Arzneimittelagentur in London. Das hier ist das Deutsche Institut, was auch zuständig ist für das Dossier in Bonn. Und das könnt ihr euch vorstellen, ich war zweimal eingeladen hier in London. 80 Leute, 10 Minuten Zeit, PowerPoint. Das war der wichtigste Slam in meinem Leben und ich habe gewonnen. Ja. 2014 haben wir die Zulassung gekriegt für Europa. Das ist der Weg, der dann auch frei wird, um die Kinder zu behandeln, die am schlimmsten betroffen sind. Und ich würde meinen Slam jetzt gerne hier beenden, aber es ist ja ein Science. Slam, wo bleibt der Slam-Anteil? So sieht es nämlich tatsächlich aus. 1,5 Jahre nach der Zulassung sitzen wir immer noch hier im Dunkeln. Grund dafür ist, dass dieselbe Behörde, die es zugelassen hat in London, Auflagen definiert, die es eigentlich verunmöglichen, damit zu behandeln. Eine Auflage ist zum Beispiel, dass wir jede Menge Daten abliefern müssen, sammeln müssen, die teuer sind, dieses Produkt ja fast nicht mehr bezahlbar machen. Und das wäre noch fast okay, wenn diese Daten auch verwertbar wären wissenschaftlich. Aber was Sie zum Beispiel fragen wollen, ist, ob sich das Medikament auf die Partnerwahl ausübt. Achtung, das wollen Sie alle 2 Monate fragen. Also Mehmet, keine Angst. Was ich ganz gerne machen würde, wäre eigentlich diesen Leuten in London und Bonn zu sagen, Leute, ausgeprägtes Nachtleben ist das, was ich vorher hatte, wenn ihr das meint. Und weil wir das sagen wollten, haben wir letzte Woche eine Demo organisiert in London mit Patienten aus ganz Europa. Und wer hier Slams organisiert hat schon, der weiß, wie schwierig es ist, Wissenschaftler auf eine Bühne zu kriegen. Wir hatten also sehr viel Grund, bis nach London auf die Straße zu gehen. Und deswegen wünsche ich mir jetzt einfach von euch allen, dass wir so laut unsere Forderung jetzt zusammen bis nach London und bis nach Bonn singen werden, stimmt mit mir ein in unseren Kampfsong. Let the sunshine, let the sunshine in the sunshine in. Danke, Fribourg, danke. Ein Applaus für Jasmin. Dürfen dich die anderen 2 Slammer auch noch auf die Bühne bitten? Ben und Judith? Ja, liebes Publikum, es ist wieder soweit. Wir werden den Sieger vom 2. Block feststellen. Wir haben gehört. Zuerst Judith über Materialismus und den sicheren Weg in die Depression. Nachher haben wir von Ben etwas gehört über radioaktive Zahncreme. Und ja, das hat man früher alles wirklich gemacht, oder? Und am Schluss haben wir noch gehört, wie man seine Mutter in Vater verwandeln kann. Rein farbstoffmässig. Überlegt euch kurz, wer hat euch am besten gefallen? Wenn ihr der Meinung seid, dass der Sieg vom 2. Block der Jasmin soll hören, dann gebt mir euren Applaus in 3, 2, 1, jetzt! Merci vielmals. Wenn ihr das Gefühl habt, der Sieg vom 2. Block geht an Ben, euren Applaus in 3, 2, 1, jetzt! Und wenn der Sieg von der 2. Runde soll an Judith gehen, in 3, 2, 1, jetzt!
Okay. Ja. Also ihr seid alle drei sackstark, so wie es tönt. Ich kann mich nicht entscheiden. Was wir in dem Fall machen können, kennt ihr den Millisekundenapplaus? Der geht folgendermaßen. Ich zähle 3, 2, 1 runter und dann habt ihr eine halbe Sekunde lang Zeit, um alles zu geben für diese Person. Eine halbe Sekunde, nachher höre ich nicht mehr. Also macht eure Füße bereit zum Stampfen, haut an den Partner an, wenn der Leute schreit. Also ihr, es ist alles erlaubt, was Lärm macht. Also, wir machen es in der umgekehrten Reihenfolge. Millisekundenapplaus. Wenn ich abgezählt habe, halbe Sekunde, geben wir alles. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Sieg vom zweiten Block hat, Judith soll gehen, gebt alles in 3, 2, 1, jetzt! Wenn es soll an Ben gehen, 3, 2, 1, jetzt! Wenn es soll an Jasmin gehen, 3, 2, 1, jetzt! ja, gut. Dann machen wir noch ein letztes Mal. Ich wollte euch nachher nicht noch länger als unnötig aufhalten, aber es ist wirklich schwierig. Jetzt entscheidet ihr euch für jemanden. Ihr klatscht nur für jemanden. Wir machen nochmal den Millisekundenapplaus, aber nur für jemanden von diesen drei. Jetzt fängt mal der Ben an. Wenn der Sieger vom zweiten Block der Ben soll sein, euer Applaus in... Nur jemand, hä? Nur einer. In für den Ben. 3, 2, 1, jetzt! Für die Jasmin. 3, 2, 1, jetzt! Für die Judith. 3, 2, 1, jetzt! Okay, ja. Wow, also fantastisch. Aber wir sind uns einig, nach langem Ausstechen, der Sieg vom zweiten Block geht an Judith! Gratulieren! Gratulieren! Jetzt könnt ihr zwei absitzen. Ich darf Mehmet noch auf die Bühne bitten. Judith darf noch kurz bleiben. Es geht ja beim Science Slam nicht primär darum, dass man gewinnt. Also, es gibt nicht irgendeinen grossen, riesigen Preis, aber wir brauchen trotzdem irgendwie noch einen Science Slam Champion für den ersten Science Slam hier im Nouveau Monde. Sie haben das jetzt nicht gewusst, aber ihr bekommt jetzt nachher eine Minute Zeit, eine Minute, und ihr dürft dem Publikum erzählen, was ihr wollt. Ihr dürft euer Slam nochmal erzählen, ihr dürft erzählen, wie toll das ihr seid. Ihr habt eine Minute Zeit, um das Publikum zu überzeugen, warum ihr top sind und warum ihr den Science Slam Champion verdient. Habt ihr das verstanden? Ja, also, es ist schwierig, man macht es nicht gerade sofort. Und zwar, ich habe noch ein paar Sachen zu meinem Publikum sagen. Ich würde sagen, ich gebe euch jetzt eine Minute Zeit. Ihr könnt untereinander abmachen, wer anfängt. Ich überlasse das völlig euch. Und dann komme ich auf euch zurück. Also, liebes Publikum, während Sie da hinten gerade ein bisschen schweissbadet, überlegen, was Sie sagen wollen. Wir haben uns überlegt, es ist toll, dass so viele Leute heute da sind. Und wir haben uns überlegt, woher kommt ihr eigentlich? Uns würde interessieren, wie sind ihr jetzt eigentlich auf den Slam aufmerksam geworden? Und ich möchte ganz kurz fragen, dass ihr die Hand hebt, wenn ihr über Social Media von dem Slam gehört habt. Okay, wenn ihr über ein Plakat von dem Slam gehört habt. Oder wenn ihr, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, über ein E-Mail von dem Slam gehört habt. Und wer hat sonst irgendwie von dem Slam gehört? Wow. Also wir haben da vorne zum Beispiel den Can, wenn er kurz winkt. Er wäre sehr interessiert darauf, falls ihr den Slam gut findet, schlecht findet oder auch, wie ihr auf den gekommen seid, vor allem die vierte Gruppe Leute, wenn wir da noch kurz könnte ein Feedback geben, damit wir das nächste Mal das wieder so können füllen da drin. Dann, noch ganz kurz, ich möchte das noch nutzen, sie sind immer noch dran. Ich möchte danken, einerseits der Maike, die das Ganze angerissen hat. Ich möchte danken den Helfer, die da im Einsatz waren, die schauen, dass das Licht und alles funktioniert. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr nachher die Möglichkeit habt, wenn wir das Final durch haben, an der Bar mit uns und vor allem wahrscheinlich auch mit den Slammern noch, wenn ihr wollt, zu reden. Wäre schön, wenn ihr mit uns noch ein bisschen da bleibt und noch eins trinkt. Wir werden da dann auch ein bisschen Musik laufen lassen. Am 28.04. nächste Woche wird da das französische Format «Madès en 180 Sekunden» – ich weiss, warum ich es nicht auf Französisch mache – stattfinden. Das ist ein ähnliches Format wie «Science Slam», ein bisschen kürzer. Und auf Französisch. Und am 12. Mai, wenn euch das Format da gefällt, ist in Zürich der Science Slam Zürich. Wenn ihr nicht genug könnt bekommen davon. Jetzt muss ich mal kurz fragen, sind ihr bereit? Ja, jetzt. Wem darf ich das Mikrofon geben? Eine Sekunde? Eine Minute. Danke. Okay. Also wir haben... Danke.
Also die Idee von dem ganzen Science Slam heute Abend war einfach, euch das 19. Jahrhundert reinzubringen. Ihr habt gesehen, im 19. Jahrhundert gab es viele Heureka-Augenblicke. Ich meine, Ben hat ganz tolle Geschichten erzählt. Die Neurobiologie hatte ihren Anfang auch im 19. Jahrhundert, im Okkultismus. Also wir sehen, im 19. Jahrhundert gibt es sehr viele spannende Kristallisationspunkte, die man heute vielleicht wieder beleben kann, wie der Ben das so schön vorgetragen hat. Also ich würde sagen, ein Hoch auf das 19. Jahrhundert, und das war vielleicht gar nicht mal so schlecht, wie es manchmal tönt. 30 Sekunden, stark. Du hast trotzdem eine Minute Zeit, wenn du willst. Oh Gott, ja. Muss aber nicht. Ich muss nicht. Die Zeit läuft ab jetzt. Okay, also erstmal 10 Minuten wahnsinnig wenig Zeit, eine Minute super viel Zeit. Ich bin Wissenschaftler, habe eigentlich nichts zu sagen außer meiner Wissenschaft, deswegen nochmal ein bisschen Wissenschaft vielleicht. Ja, was kann ich sagen? Wir hatten Fortschritt. Fortschritt, ein wichtiger Punkt bei meinem Thema auch. Die Theosophische Gesellschaft, ganz bekannt für den Fortschrittsglauben. Wir haben das hier alles so positiv, nicht positiv, die Entwicklung hat ihre Rückschläge. Aber im Okkultismus strenger, das hatte ich nämlich vergessen zu sagen, das ist mir dann eingefallen, wie ich es gesehen habe, man glaubt absolut an den Fortschritt, und zwar den Fortschritt nicht in der Materie, wie alle jetzt wissen, oder? Sondern den Fortschritt der Seelen. Und deswegen hoffe ich, dass eure Seelen heute Abend ganz viel gelernt haben, damit sie in ihrer nächsten Wiedergeburt ein bisschen höher aufsteigen können. Genau, das ist mein Wunsch für euch heute Abend. Danke, eine Minute um. Ja, genau. Wunderbar. Sehr stark. Dürft ich alle Slammer auf die Bühne bitten? Alle 6 Slammer von heute Abend. Bitte einen grossen Applaus für alle 6 Slammer, die heute Abend hier angetreten sind. Beim Science Slam, ich habe es schon gesagt, gibt es nicht wirklich Verlierer oder Gewinner, sondern es sind alles Gewinner, weil ich glaube, fast jeder ist schon mal auf einer Bühne gewesen, habe ich gesehen vorhin. Es braucht sehr viel Mut, so etwas zu machen, aus erstem Mal vielleicht auf die Bühne zu stehen. Und wir haben darum für euch alle einen Preis, der da jetzt gerade gebracht wird. Es ist ein Sack voller Spezialitäten von Fribourg. Ihr werdet dort drin Würst finden, ihr werdet Wein finden, ich weiß gar nicht, was. Es ist anscheinend recht schwer. Also, ein riesen Applaus für alle 6 Slammer, die da gewesen sind. Aber jetzt steht natürlich die Entscheidung trotzdem noch aus. Und für Judith und Mehmet, können wir einen kleinen Schritt vorne machen. Es gibt natürlich schon einen ersten und zweiten Preis. Der erste Preis ist ein 500 Franken Gucci, also nein, es sind 500 Franken, die ihr könnt für Reisen oder eure Forschung verwenden. Der zweite Preis 200, ja, ich weiß nicht, der zweite Preis 200 Franken. Und mich interessiert jetzt, wer ist der Science Slam Champion? Wenn ihr das Gefühl habt, Judith verdient den Titel, hat euch überzeugt in ihrer 1-Minuten-Talk, dann geben wir noch einmal heute Abend alles für Judith. In 3, 2, 1, los! Es bläst einem wirklich fast weg, gell? Okay, wenn ihr das Gefühl habt, der Mehmet verdient den Titel vom ersten Science Slam Champion vom Science Slam im Nouveau Monde. In 3, 2, 1, jetzt! Also sitzen wir um 11 Uhr noch da. Noch einmal, das letzte Mal. Sekundenapplaus, ihr kennt die umgekehrte Reihenfolge. Mehmet, Gewinner vom heutigen Abend, gebt alles für den Mehmet in 3, 2, 1, jetzt! Für die Juri, 3, 2, 1, jetzt! Oh, ich würde sagen, die Gewinnerin vom heutigen Science Slam ist Judith, einen riesen Applaus! Gratulieren! Mega cool! Ihr seid ein fantastisches Publikum gewesen, habt richtig viel mitgemacht. Jetzt habe ich noch etwas Letztes, was ich gerne von euch fragen würde. Und zwar, es gibt so viele Science-Slams, es gibt so viele so Küren, wo Leute preisverleiht werden. Aber was ich noch selten gesehen habe, ist ein Foto von den Slammer mit dem Publikum. Wäre dabei, wenn wir eins so ein Foto machen vom heutigen Abend? Ja. Dann würde ich sagen, Slammer, geht doch da vorne mal so ein bisschen Knie runter.
Und ihr, nachher erzähle ich gar nichts mehr, ich habe alles langweilige Zeug schon vorher erzählt. Steht doch auf und dann jubeln wir noch einmal. Ich mache das Foto und dann treffen wir uns draußen bei einem Bier und dann ist der Abend vorbei. Ist das okay? Wunderbar. Ich fange da vorne so. Da vorne, aber dass das Publikum sieht. Ihr mit dem Publikum. Aber da. Umdrehen, umdrehen. Ja, genau. Genau. Ja, das ist gut. Also, ich würde mal sagen, ich zähle noch das letzte Mal ab, dann sind wir los. Wenn ich abgezählt habe, dann gumpet ihr und schreit und winkt wie wild und wir machen davor ein Foto wie blöd. Ihr seid ein geiles Publikum gewesen. 3, 2, 1, das letzte Mal. Ciao zusammen. Ah, super, das gibt ein super Foto. Hey, merci vielmals, man sieht sich hoffentlich mal wieder. Geniessen den Abend. Ciao zusammen. I have no real